Listen to Science, der Wissenschaftspodcast der Volkswagen Stiftung. Zwischen Schulbrot und Smartphone verortet sich diese nunmehr 23. Ausgabe, die danach fragt, ob angesichts des hier umrissenen Spannungsfeldes noch alles gut ist bei unseren Kindern. Unsere Veranstaltung heute knüpft an eine von der Volkswagen Stiftung im September 2014 geförderte Fachveranstaltung in Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie, die sich mit der Ermittlung von Referenzwerten und Verteilung von Risikofaktoren für die kindliche Gesundheit befasst hat. Da deren Ergebnisse hochspannend sind und das Thema eben nicht nur die Wissenschaft umtreibt, sondern vor allem auch Eltern und Großeltern, haben wir zu diesem öffentlichen Abendvortrag eingeladen. Ich freue mich, dass wir mit Frau Pigeau, Frau Günther und Herrn Ahrens auch heute in jeder Hinsicht kompetente Vertreter des Leibniz-Instituts für Präventionsforschung hier zu Gast haben. Ihnen allen nochmal ein besonders herzliches Willkommen. Mein herzliches Willkommen gilt auch den beiden anderen Podiumsgästen des heutigen Abends. Besonders dankbar bin ich, dass Herr Schulte-Markwort bereit ist, nach der krankheitsbedingten Absage von Herrn Wimmer den zweiten Impulsvortrag zu übernehmen. Das ist super, ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Natürlich kann er jetzt nicht so auf den Medienkonsum von Jugendlichen eingehen, wie es ein Sozialwissenschaftler könnte, aber er wird mit sehr vielen anderen spannenden Punkten aufwarten. So wird er zum Beispiel unser defizitorientiertes Schauen auf unsere Kinder einmal kritisch unter die Lupe nehmen. Und vielleicht gehen wir dann heute ganz entspannt nach Hause mit Blick auf das, was wir eigentlich sonst immer zu bemängeln haben an unseren Kindern oder Enkelkindern. Mit beiden Vortragenden auf dem Podium diskutieren wird Dr. Johann Böhmann, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Klinikums Delmenhorst. Schön, dass Sie da sind, Herr Böhmann. Guten Abend. Moderiert wird der Abend von Rabia Rentschler, die alle Gäste des heutigen Abends gleich noch näher vorstellen wird. Rabia Rentschler arbeitet als Journalistin und Redakteurin für unseren Kooperationspartner dieser Reihe Spektrum der Wissenschaft. Rabia Rentschler studierte Theologie, Philosophie und Diakoniewissenschaften an der Universität Heidelberg. Sie arbeitete als freie Journalistin und gehört seit 2008 fest zur Redaktion von Gehirn und Geist des Spektrum Verlags. Frau Rentschler hat zwei Kinder, ich habe eine 7-jährige Tochter. Wir werden heute diesen Abend natürlich auch mit unserem Mutterohr verfolgen und ich bin sehr gespannt auf die Beiträge. Wenn ich an die bevorstehenden Weihnachtstage denke, werden Süßigkeitenverzehr und Medienkonsum mit Sicherheit in vielen Familien ein Thema sein. Früher gab es in meiner Familie immer einen sogenannten Naschteller oder bunten Teller mit allerlei Süßigkeiten, von dem wir uns nach Herzenslust bedienen konnten. Und meine Oma erzählt mir bis heute, also wenn ich in das Zimmer kam und dann war da der Weihnachtsteller, da konnte die tollste Puppenstube stehen, also der Naschteller, der war's. Und über den freute ich mich am meisten. Für meine Tochter habe ich diesen Naschteller nie eingeführt und frage mich manchmal, ob ich da nicht mit einer schönen Tradition gebrochen habe. Vielleicht gibt mir ja dieser Abend eine Antwort auf die Frage, Naschteller an Weihnachten ja oder eher nicht. Mit diesem Ausblick auf das Weihnachtsfest möchte ich mich bei Ihnen für dieses Jahr verabschieden. Ich danke Ihnen für Ihre Treue und wünsche Ihnen schöne und erholsame Weihnachtstage sowie alles Gute für das neue Jahr. Wir können uns wiedersehen hier in Schloss Herrenhausen am 11. Januar mit einer Extra-Ausgabe unseres Forums für Zeitgeschehen aus aktuellem, leider etwas traurigem Anlass. Dieses Forum befasst sich nahezu auf den Tag genau ein Jahr nach dem Anschlag auf die Redaktion von Charlie Hebdo mit Karikatur und Terror nach den aktuellen Anschlägen in Paris. Ich würde mich freuen, Sie auch nächstes Jahr wieder hier in Herrenhausen begrüßen zu dürfen und wünsche Ihnen nunmehr einen spannenden Abend. Wie immer sind Sie im Anschluss eingeladen auf ein Glas Wein. Dazu erwartet Sie heute eine kleine kulinarische Abwechslung, weil wir so viel über Gesundheit reden, haben wir uns heute nicht getraut, die Brezeln irgendwie zu ordern, weil die ja vielleicht nicht ganz so gesund ist. Und wir haben einen
gesünderen Versuch gestartet. Dann lassen Sie sich überraschen und viel Spaß. Und ich darf jetzt an Frau Rentschler übergeben. Auch von meiner Seite einen schönen guten Abend. Ich wurde ja nun schon vorgestellt. Und tatsächlich von meiner eigenen Profession her eigne ich mich eigentlich nur als Journalistin hier für die Moderation, nicht von meinem Ausbildungsstand, was vielleicht sogar ganz gut ist. Denn insofern bin ich umso mehr Anwalt der Hörer und Hörerinnen und sehe meine Rolle darin, einfach das Spannende zu diesem großen Feld Kindergesundheit hier herauszukitzeln. Ich darf Sie begrüßen mit einem Zitat von Erich Kästner. Nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch. Der Lehrer weiß nicht alles und er kann nicht alles wissen. Wenn er trotzdem Allwissen tut, so seht es ihm nach, aber glaubt es ihm nicht. Gibt er hingegen zu, dass er nicht alles weiß, dann liebt ihn, denn dann verdient er eure Liebe. Ja, es ist recht bekannt, es ist ein Auszug aus Kästners Rede zum Schulanfang. Und ich bin sicher, dass heute Abend keiner der hier geladenen Experten von sich behaupten wird, er wüsste alles zum Thema Kindergesundheit und schon gar nicht alles über Kinder. Die geladenen Experten wissen um ihre Grenzen. Die Suche nach Informationen ist das, was ihre Arbeit prägt. Das Ringen um Verständnis der Daten, die erhoben werden aus verschiedensten Studien, dessen, was ihnen in der Praxis begegnet, das ist das, was sie motiviert und antreibt. Und ich bin sehr gespannt auf Ihre Berichte. Ihnen allen ist hoffentlich klar, Kindergesundheit ist ein Riesenfeld. Wir können hier nur kleine Ausschnitte streifen, wir können nur Aspekte anschauen. Unter anderem wird es gehen um problematische Entwicklungen in Sachen Übergewicht bei Kindern, um den Medienkonsum und was es damit zu tun auf sich hat. Es wird aber auch um breite Fragen gehen, wie Lebensqualität von Kindern und Familien, Lebensfreude bei Kindern. Es wird gehen um Fragen wie sozialer Status und Kindergesundheit. Wie hängt das zusammen? Und wir wollen auch am Schluss noch einen kleinen Blick werfen auf die Digitalisierung unserer Gesellschaft. Und was heißt das? Was erwartet uns da? Ich bin gespannt auf das, was kommt und möchte sonst nicht viele Worte machen. Herr Ahrens, ich darf Sie ans Podium bitten. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, nochmal herzlichen Dank auch für die Einladung und schön, dass Sie so zahlreich zu dieser Stunde erschienen sind. Ich möchte berichten im Wesentlichen über eine große Studie, die wir bei uns im BIPS in Bremen koordinieren. Das ist eine europaweite Studie. Wir nennen das eine Kohortenstudie, eine Kohorte von Kindern, die zu Beginn der Untersuchung, das war im Jahre 2007, 2008, zwischen 2 und unter 10 Jahren waren. Ich bräuchte jetzt das erste Bild. Die Studie hieß damals IDEFIX-Studie. Es ist eine Längsschnittstudie, bei der wir die Kinder untersucht haben und dann immer wieder untersucht und im Längsschnitt weiter beobachtet haben. Inzwischen heißt diese Studie iFamily und inzwischen sind wir im Jahre 2015 und wir haben die Kinder schon zweimal oder viele dieser Kinder jedenfalls schon zweimal nachuntersucht und zum heutigen Tag berichte ich Ihnen einige Ergebnisse, nicht natürlich das gesamte Studienprogramm, sondern das, was wir in Bezug auf Mediennutzung, vor allem Fernsehkonsum und Gesundheit, bis heute herausgefunden haben. Die Landkarte zeigt Ihnen, wo wir diese Studie durchgeführt haben. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich den Pointer habe. Sie sehen es hier, diese grün markierten Länder, das sind alles Länder, in denen wir Kinder untersucht haben. Sie sehen, das geht hier von Zypern im Süden bis rauf über Estland nach Schweden im Norden und wir haben Spanien dabei, Italien dabei, Belgien, Ungarn und Deutschland und in all diesen Ländern haben wir Kinder untersucht für diese Studie und das Ziel war erstmal genauer zu verstehen, welche sind die Faktoren, die kindliche Gesundheit beeinflussen und ein Schwerpunkt dabei war die Frage, die Entstehung von Übergewicht und Adipositas, also Fettleibigkeit bei Kindern. Welche sind die Faktoren, die dazu beitragen und wie wirken die vielen verschiedenen Faktoren da zusammen? Und damit zusammenhängen dann eben auch viele Folgeerkrankungen, metabolische Störungen bis hin zu Diabetes, aber auch Muskel-Skeletterkrankungen. All das war Thema dieser Studie. Der Schwerpunkt, und darum wird es heute auch gehen, war aber auf dem Thema Übergewicht.
Die Studie hatte aber gleich noch ein zweites Ziel. Wir sind ja nicht naiv gestartet in die Studie. Es war ja schon einiges bekannt an Risikofaktoren für die Entstehung von Übergewicht. Und so hatten wir uns zum Ziel gesetzt, auch eine Intervention durchzuführen, das vorhandene Wissen zu nutzen, um ein Präventionsprogramm zu entwickeln in diesen Ländern und auszuprobieren, ob das wirkt. Und in diesem Präventionsprogramm haben wir drei Hauptthemen adressiert. Ernährung, das ist klar, körperliche Aktivität, also Bewegung und ein dritter Bereich, der vielen nicht so klar ist, nämlich Stress, der Umgang mit Stressbelastung, auch seelisches Wohlbefinden der Kinder als ein weiterer Faktor, den wir für wichtig erachtet haben in diesem Thema. Und all dieses Wissen haben wir dann genutzt, ein Interventionsprogramm zu entwickeln und das in diesen Ländern zu implementieren. Das war der eine Teil der Studie, der zweite Teil der Studie und um den zweiten Teil geht es heute erstmal, nämlich die analytische Studie, die vielen Faktoren, die wir messen konnten, zusammenzubringen, zusammenzutragen und zu untersuchen im Hinblick auf die gesundheitlichen Folgen. Das Wissen, was wir da generiert haben, wollen wir jetzt zukünftig nutzen, um neue und bessere Interventionsmaßnahmen zu entwickeln, weil das Problem des kindlichen Übergewichts und der Adipositas in Europa ist nicht gelöst. Es sieht so aus, als wenn jetzt der steigende Trend zum Halten gekommen ist in vielen Ländern, aber auf hohem Niveau und das werden Sie gleich sehen. Wir haben also 8 Survey-Zentren gehabt und haben eine longitudinale, also eine Längsschnittstudie gemacht. Und der Längsschnitt, das sehen Sie eben hier, sieht so aus, dass wir eben einen sogenannten T0, eine Basisuntersuchung gemacht haben und dann nach 2 Jahren eine Folgeuntersuchung, die wir dann T1 nennen und inzwischen noch eine weitere Folgeuntersuchung, die wir dann T3 nennen. Die Intervention war eine kontrollierte Intervention. In jedem Land gab es eine Gemeinde, eine Kommune, in der wir die ganzen Interventionsmaßnahmen in der Schule und in der Kommune implementiert haben. Ein Vertreter einer dieser Kommunen sitzt hier, Herr Dr. Böhmann, der wird ja auch noch auf dem Podium erscheinen. Das war nämlich die Kommune Delmenhorst. Und Sie sehen hier, dass die Studie insgesamt 5 Jahre gedauert hat. Ich bin auf dem falschen Punkt. Da sehen Sie, 2006 haben wir mit den Planungen begonnen. Und bis 2012 lief diese erste Studienphase, die wir IDEFIX nennen. Und im Anschluss unmittelbar folgte dann das, was ich jetzt iFamily-Studie genannt habe, wo wir auch die gesamte Familie mit in den Blickfeld genommen haben. Und Sie sehen hier den zeitlichen Ablauf. Im zweiten Studienjahr, also im Jahre 2007, 2008, haben wir diese Basisuntersuchung durchgeführt. Und Sie sehen hier, über 16.000 Kinder haben wir eingeladen und sehr umfangreich, sehr sorgfältig untersucht und dann ein zweites Mal untersucht im Jahre 2009, 2010, knapp 2 Jahre danach. In der Zwischenzeit haben wir das Interventionsprogramm ausgerollt in diesen Interventionsregionen und dann nach 2 Jahren haben wir verglichen, wie haben sich die Kinder in der Interventionsregion entwickelt im Vergleich zu den Kindern in der Kontrollregion, wo wir keine Intervention durchgeführt haben und das in jedem Land. Gut, heute soll es aber darum gehen, um einige der Fragen, die wir untersucht haben im Rahmen der Ursachenstudie. Also ich rede jetzt nicht mehr über die Intervention. Und das, was wir da alles untersucht haben, ist sehr umfangreich. Wir haben Fragebögen eingesetzt, wo wir die Eltern zu ihren Kindern befragt haben. Denken Sie daran, die Kinder waren zur Baseline, also zu Beginn der Studie, 2 bis unter 10 Jahren alt. Wir haben das Ernährungsverhalten natürlich erfasst, wir haben medizinische Vorgeschichte erfasst. Essen war wichtig, also haben wir noch ein 24-Stunden-Ernährungsprotokoll gemacht, das war dann computerbasiert. Und körperliche Bewegung war ein wichtiges Thema, also haben wir nicht nur gefragt, wie aktiv sind Ihre Kinder, sondern wir haben diesen Kindern diese ungefähr streichholzschachtelgroßen Geräte an den Gürtel gesetzt und die Kinder durften, die haben nämlich Spaß dran gehabt, 3 Tage durch die Gegend laufen und das Gerät hat dann aufgezeichnet, wie intensiv die sich bewegen, weil wir davon ausgehen, dass man über Fragebögen das Bewegungsverhalten von Kindern nicht vernünftig abbilden kann. Es gab noch eine körperliche Untersuchung, also die Körpergröße, Gewicht, das musste alles untersucht werden. Wir haben bis sogar die Knochensteifigkeit des Fersenknochens gemessen. Solche Untersuchungen, wir haben biologische Marker gesammelt, also Blutproben zum Beispiel gesammelt von den Kindern, Fitnesstests gemacht und die körperliche Fitness untersucht in
Subgruppen zum Teil auch Geschmackssensorik gemacht, also Geschmackspräferenzen gemessen, indem wir denen standardisierte Cracker und standardisierte Säfte gegeben haben zum Testen. Das zum Untersuchungsprogramm, und hier zeige ich Ihnen schon das erste Ergebnis dieser Studie. Vergleichbare Daten quer durch Europa zu der Häufigkeit von Adipositas, also Fettleibigkeit, hier in Rot, und Übergewicht in Orange. Und Sie sehen hier so eine Reihung, hier die Daten für Deutschland mit 11%, über 11% übergewichtigen Kindern und da drauf nochmal knapp 5% fettleibige Kinder, adipöse Kinder. Das sind Daten, die auch gut vergleichbar sind mit dem national repräsentativen Survey, dem KICS, den das Robert-Koch-Institut durchgeführt hat. Und Sie sehen, dass wir in Deutschland hier im Vergleich der anderen Länder irgendwo im Mittelfeld liegen. Und wenn Sie hinschauen, welche Länder hier besonders stark betroffen sind, dann sind das die südeuropäischen Länder, also Spanien, Zypern, Italien, von den Ländern, die wir untersucht haben. Wir wissen auch, dass Griechenland besonders stark betroffen ist aus anderen Studien. Wir haben also so einen Nord-Süd-Gradienten. Dieses Problem ist größer in Südeuropa als in Nordeuropa. Und das ist natürlich ein spannender Befund. Was sind denn die Gründe dafür, dass es sich so verhält, wo wir doch alle denken, dass die mediterrane Ernährung so gesund ist? Da scheint ja irgendwas schief zu laufen in diesen Ländern. Das ist eben eines der Ziele dieser Studie mit wirklich erschreckenden Zahlen, wie Sie es hier sehen in Italien, wo 40% dieser unter 10-jährigen Kinder entweder übergewichtig oder sogar fettleibig sind. Das ist die Situation, die wir auch heute noch vorfinden. Wir wollen aber über Medien reden, also über die Ursachen dafür. Und die Frage ist, bevor ich zu der Frage komme, wie hängen Medien mit Übergewicht bei Kindern zusammen, möchte ich Ihnen ein paar Daten zeigen, wie überhaupt der Medienkonsum der Kinder aussieht. Wir haben uns nämlich Sorgen gemacht, dass die Daten, die wir da 2007 erhoben haben, längst Schnee von gestern sind, weil damals haben wir uns noch um PC und Fernsehen gestürzt, aber die modernen Tablets und Smartphones noch gar nicht so richtig im Blick gehabt. Deshalb einige Daten, die in der sogenannten KIM-Studie erhoben wurden bei Kindern, die etwas älter jetzt sind, 6 bis 13 Jahre, und zwar Daten, die 2012 und 2014 erhoben wurden. Und die zeige ich Ihnen hier. Das sind ungefähr 1200 Haushalte jeweils gewesen, die in 2012 untersucht wurden und dann 2014 wieder. Also die roten Balken zeigen die Situation in 2011, die orangen zeigen die Situation in 2014. Alle haben einen Fernseher, praktisch alle haben einen Internetzugang und alle haben einen Computer, 97% inzwischen einen Computer zu Hause, in den Familien, die eben Kinder in dieser Altersgruppe haben. DVD-Player ist auch sehr weit verbreitet. Was Sie sehen, ist tatsächlich, dass Smartphone-Nutzung rasant zugenommen hat, von 44% noch im, das sind jetzt Haushalte, 44% im Jahre 2012, eine Zunahme auf 75% im Jahre 2014. Und ein anderes Bereich, der stark zugenommen hat, ist tatsächlich die Verbreitung von Tablet-PCs. Aber was Sie hier sehen, ist, das ist noch auf sehr niedrigem Niveau. Noch. Jetzt mal genauer angeguckt, wie sieht das denn bei den Kindern selber aus? Hier aufgeteilt in Altersgruppen, schauen Sie sich das an. Dunkelblau die älteren Kinder hier, die schon in der Pubertät sind, 12 bis 13 Jahre, 10 bis 11-Jährige, 8 bis 9-Jährige, 6 bis 7-Jährige. Und Sie sehen hier, dass Kinder, die in Tablet-PC ihr eigen nennen, doch wirklich die große Ausnahme noch sind, auch bei den Älteren. Internetzugang nimmt rapide zu und mehr als die Hälfte, naja, was ist das hier, ungefähr etwas über 40% der Jugendlichen haben selber einen eigenen Internetzugang, haben auch einen Computer oder Laptop und mehr als 60% in dieser Altersgruppe haben schon ein Fernsehgerät und noch viel mehr haben tatsächlich auch ein Smartphone. Also gerade bei Jugendlichen hier in der Altersgruppe sind Smartphones heute eigentlich schon Standard. So sieht die Situation aus. Wenn wir nochmal anschauen, wie sieht es denn mit der täglichen Mediennutzung aus? Das kommt auf dem nächsten Bild. Dann sieht man, dass nach wie vor das Fernsehen dominant ist. Also Fernsehen ist das Medium, das täglich genutzt wird nach Angaben aus dieser Erhebung, die gemacht worden ist. Wie gesagt, Kinder 6 bis 13 Jahre
Daten aus 2014, 80% gucken täglich Fernsehen, nur 40% nutzen täglich ihr Handy oder Smartphone. Und Computerspiele, auch ein Viertel, machen das täglich von diesen Kindern. Also so sieht die Situation aus, ebenfalls das Internet. Das ist die Datenbasis, wie wir sie heute haben. Insofern liegen wir vielleicht mit unseren Daten, die sich primär auf Computernutzung und Fernsehnutzung beziehen, und das kommt jetzt gleich, vielleicht gar nicht so falsch. Die erste Frage: Hängt Medienkonsum, Fernsehkonsum überhaupt mit Gewichtsstatus zusammen, mit dem Übergewicht? Und ist das ein ursächlicher Zusammenhang? Und die Frage wird heute in der Forschung mit einem klaren Ja beantwortet. Ich kann Ihnen nicht alle Daten dazu zeigen. Ich zeige Ihnen nur mal ein paar Beispiele aus unserer eigenen Studie. Aber es gibt inzwischen viele Studien, die genau diesen Zusammenhang auch bestätigen, dass der Umfang des Fernsehkonsums, der Umfang der Mediennutzung, also der Zeit vor einem Bildschirm, tatsächlich positiv assoziiert ist mit dem Risiko, übergewichtig oder fettleibig zu sein oder zu werden bei diesen Kindern. Und Sie sehen hier einfach mal drei Variablen. Gibt es einen Fernseher oder ein Video im Kinderzimmer? Das ist ja nicht bei allen Kindern der Fall. Erhöht sich das Risiko für die, übergewichtig oder fettleibig zu sein, um 30%. Schauen Sie mehr als eine Stunde Fernsehen pro Tag, erhöht sich das Risiko um etwas über 20%. Und das sind sehr simple Variablen. Sitzt man beim Essen vorm laufenden Fernseher, erhöht sich das Risiko ebenfalls um knapp 30%. Das sind so ganz einfache Fragen, die wir gestellt haben. Läuft der Fernseher beim Essen? Hat das Kind einen Fernseher oder einen DVD-Player im Kinderzimmer? Und wir haben gefragt, wie viele Stunden, wie lange im Durchschnitt sitzt es pro Tag vorm Fernseher? Wir haben das sehr viel ausführlicher gefragt, und Sie werden gleich noch ein paar mehr ausführliche Daten dazu sehen. Das nur mal als Beispiel, wie dieser Zusammenhang aussieht. Man sieht konsistent, egal welche Variable man betrachtet, diesen Zusammenhang. Also Fernsehen erhöht das Risiko für die Kinder, übergewichtig zu sein. Und Sie wissen, dass mit Übergewicht eine ganze Reihe von Folgeerkrankungen assoziiert sind, wie ich es am Anfang schon gesagt habe. Metabolische Störungen bis hin zu Diabetes. So, die Frage, die sich dann stellt, wie hängt das denn jetzt zusammen? Welcher Mechanismus ist das denn? Warum werden die denn dicker, wenn sie mehr vorm Fernsehen sitzen? Das ist ja die Frage. Wir können jetzt viele Hypothesen aufstellen, und es gibt viele Hypothesen, die ich hier aufgelistet habe. Die erste und naheliegende Vermutung ist, die sind weniger aktiv, die sitzen mehr rum, die verbrauchen weniger Energie und deshalb werden die dicker. Das ist aber nicht eine sehr einfache Erklärung und vielleicht nicht die einzige. Eine zweite ist die, dass man sich Sorgen macht, dass welchen Einfluss diese Medien auf das Wohlbefinden von Kindern haben, auf die seelische Gesundheit, und das könnte auch ein Mechanismus sein. Weiterer Mechanismus ist, und da sind viele Menschen besorgt heute, auch viele Kollegen meiner Kollegen sind besorgt, dass die Exposition gegenüber den Werbebotschaften im Fernsehen tatsächlich das Ernährungsverhalten von Kindern negativ beeinflusst. Und das zeigen auch unsere Daten, werde ich Ihnen gleich zeigen. Und zum Schluss könnte es auch schlicht sein, dass eben, weil zum Beispiel vorm Fernsehen dann auch gesnackt wird, die Chips reingeschaufelt werden, letztlich der Fernsehkonsum auch dazu führt, dass man sich überernährt, dass man also einfach zu viele Kalorien in sich hineinfuttert durch das Fernsehen. Also es sind verschiedene Mechanismen, und wahrscheinlich gibt es gar nicht so eine einfache Antwort, sondern wahrscheinlich sind es sogar mehrere Faktoren, die hier zusammenspielen. Und das will ich Ihnen, zumindest will ich Ihnen zeigen, was wir herausgefunden haben dazu. Schauen wir uns mal eine Frage an. Wie wirkt sich denn der Fernsehkonsum auf die Nahrungsauswahl aus? Ein Beispiel. Was Sie hier sehen, ist die Dauer des Fernsehkonsums pro Tag unter 30 Minuten und hier mehr als 2 Stunden. Die Empfehlung ist bei Schulkindern bitte nicht mehr als 2 Stunden. Die Empfehlung für Vorschulkinder ist bitte nicht mehr als 1 Stunde. Das sind die gängigen Empfehlungen heute. Und was Sie hier sehen ist, dass mit der Dauer des Fernsehkonsums die Häufigkeit des Konsums von Softdrinks, also von gezuckerten Getränken wie Cola, Fanta, Sprite, zunimmt. Ganz klar, das sehen Sie hier. Wir sehen, dass verschiedene andere Ernährungsmuster, die wir als ungesund betrachten, ebenfalls positiv mit dem Fernsehkonsum assoziiert sind.
Also das ist jetzt, nehmen Sie es als Beispiel, es gibt noch mehr Parameter, die in die gleiche Richtung zeigen. Fernsehkonsum, je mehr, umso eher besteht eine Tendenz zu ungesunder Ernährung. Jetzt könnte man sagen, ja, wir wissen ja, dass das auch sozialschichtabhängig ist. Wir wissen ja, dass in den niedrigeren Bildungsschichten mehr Fernseh konsumiert wird. Wir wissen aber auch, dass der Lebensstil insgesamt in den niedrigeren Bildungsschichten ungesünder ist. Und das sehen wir auch in unseren Daten. Allerdings haben wir in dieser Studie das berücksichtigt und versucht, den Bildungsstatus sozusagen herauszurechnen. Und wir sehen diese Assoziation unabhängig vom Bildungsstatus. Also in höheren Bildungsschichten wird zwar generell weniger ferngesehen, aber der Zusammenhang mit Fernsehkonsum und Nahrungsmittelauswahl besteht auch in den höheren Bildungsschichten, auch die Abhängigkeit mit dem Gewicht. Und hier sehen Sie nochmal, wie die Exposition, und das sind Daten aus Schweden, die unterscheiden konnten zwischen dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen und dem kommerziellen Fernsehen, die einfach geschaut haben, wie sieht es insgesamt aus mit dem Softdrinkskonsum, und zwar der Softdrinkskonsum, der wird hier definiert als mindestens ein bis dreimal pro Woche, das ist die Kategorie, und die Chance, diesen erhöhten Softdrinkkonsum zu haben, und der ist um 50% erhöht pro Stunde Fernsehen pro Tag. Jede Stunde mehr an Fernsehzeit erhöht die Chance, einen erhöhten Softdrinkkonsum zu haben um 50%. Das hatten Sie gerade schon gesehen. Interessant wird es, wenn Kinder kommerzielles Fernsehen gucken, also Zugang zu kommerziellem Fernsehen haben, das ist in Schweden anders als in Deutschland, das ist nämlich nicht so einfach, dann erhöht sich das Risiko um 60%, diesen erhöhten Softdrinkkonsum zu haben. Und wenn die Eltern, und das ist vielleicht für die Diskussion nachher auch wichtig, wenn die Eltern diesen Zugang überhaupt nicht begrenzen, also die Kinder haben Zugang zum kommerziellen Fernsehen, damit auch zu der Werbung in diesem kommerziellen Fernsehen, und die Eltern setzen da keine Grenzen, sondern lassen das einfach zu, dass die Kinder das gucken, dann erhöht sich das Risiko sogar auf 90%, dass die einen erhöhten Softdrinkkonsum haben. Das heißt, ungebremste Exposition gegenüber dem kommerziellen Fernsehen und den damit verbundenen Werbebotschaften erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass diese Kinder sich ungesund ernähren. Ich drücke es mal jetzt ein bisschen flapsiger aus, ja, weil das sehen wir auch für andere Indikatoren. Okay, Fernsehen beeinflusst das Ernährungsverhalten. Es gibt noch viele andere Indikatoren, die ich Ihnen jetzt nicht zeigen konnte. Wir sehen diesen Zusammenhang. Und insbesondere sehen wir diesen Zusammenhang auch mit der Exposition gegenüber Werbefernsehen. Und Sie wissen, wofür im Fernsehen geworben wird. Gerade wenn es um die Ernährung geht, ist die Minderheit der Nahrungsmittel, für die geworben wird, gesund. Die Mehrzahl, das sind diese Riegel, das sind die Softdrinks, das sind diese hochenergiedichten Nahrungsmittel. So, jetzt ist die Frage, hängen diese, wenn Kinder bevorzugt diese Nahrungsmittel zu sich nehmen, ist das denn auch dann wirklich damit assoziiert, dass die übergewichtig werden? Das ist ja gar nicht so klar. Es gibt Studien, europaweite, weltweite Studien, die sagen, ach, Süßigkeitskonsum ist bei übergewichtigen Kindern sogar niedriger als bei normalgewichtigen. Solche Daten gibt es, die sind auch publiziert. Problem bei diesen Daten ist, dass die häufig Querschnittsdaten sind und dass die häufig einem sogenannten Verzerrungseffekt unterliegen, weil natürlich Eltern, die diese Daten für ihre Kinder berichten, eher dazu tendieren, das zu antworten, was sozial erwünscht ist. Und jeder vermutet ja, dass die Süßigkeiten oder dass diese Snacks und diese energiedichten Nahrungsmittel negativ sich auswirken auf die Gesundheit. Also gibt es eine gewisse Neigung vielleicht bei übergewichtigen Kindern, diese Angaben zu unterschätzen. Der einzige Nachweis, den man eigentlich braucht, ist der im Längsschnitt. Dafür braucht man solche Längsschnittstudien. Also sind die Kinder, die zu Beginn einen hohen Konsum haben, haben die dann auch hinterher ein höheres Risiko fürs Übergewicht und an Gewichtszunahme. Das ist eigentlich der ultimate Nachweis, dass es diesen Zusammenhang wirklich gibt. Und wir haben das auch gemacht. Wir haben ja diese Längsschnittstudie. Und hier sehen Sie eine Längsschnittsanalyse, die zunächst mal den Schritt davor betrachtet, nämlich die sogenannte Pesta Power. Wer Kinder hat, kennt das. Wer eigene Kinder schon mal mit in den Supermarkt genommen hat, hat das am eigenen Leib erfahren, wenn die Kinder da rumquengeln und nach bestimmten Dingen betteln. Und Sie sehen hier das Risiko, im Längsschnitt übergewichtig zu werden, wenn zu Beginn der Untersuchung Kinder gebettelt haben. Und zwar gibt es hier vier Kategorien, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen.
Das ist der Risikoschätzer für Kinder, die nie rumbetteln beim Einkaufen. Dieser für Kinder, die manchmal rumbetteln, die haben wir als Referenz verwendet. Und hier der Risikoschätzer für Kinder, die häufig rumbetteln. Und abgesetzt davon sind die Kinder, die sowieso kaum Fernsehen gucken, die gibt es ja auch. Es gibt ja auch Eltern, die Fernsehkonsum massiv einschränken. Dazu gehöre ich auch. Ich habe das bei meinen Kindern sehr massiv eingeschränkt. Mein Kind wäre hier gelandet, weil ich gesagt habe, nee, ich lasse das Kind gar nicht gucken. Das hat gar keine Chance, nach Dingen zu fragen, die es im Fernsehen gesehen hat, weil es gar kein Fernsehen guckt. Bei den Kindern, die aber gucken, das sind diese drei Gruppen, da sehen Sie tatsächlich bei Kindern, die nie danach fragen und die nicht gucken auch, ein erniedrigtes Risiko, übergewichtig zu werden. Bei denen, die oft danach fragen, sehen Sie aber ein erhöhtes Risiko, übergewichtig zu werden. Ja, das sind Daten. Zur Baseline wird geguckt, haben die eine Pester-Power, fragen die oft nach dem, was im Fernsehen angeboten wird. Und dann guckt man, wie entwickelt sich das Gewicht. Und hier das Gleiche für Fettleibigkeit und Sie sehen den gleichen Zusammenhang bei Fettleibigkeit, also diesen klaren Zusammenhang. Will sagen, Kinder, die häufig nach Sachen fragen, die es im Fernsehen gibt, die im Fernsehen angeboten werden, haben auch ein höheres Risiko, und hier sage ich wirklich Risiko, übergewichtig zu werden nach 2 Jahren. So. Jetzt haben wir nochmal nach Ernährungsmustern geguckt. Wir sind eigentlich, ich bin selber kein Ernährungswissenschaftler, ich bin Epidemiologe, aber in den Ernährungswissenschaften wendet man sich zunehmend ab davon, einzelne Nahrungsbestandteile zu betrachten, so wie Kohlenhydrate, Proteine und Fette, sondern man guckt heute eher nach Ernährungsmustern, weil häufig ja bestimmte Präferenzen dazu führen, dass man ein bestimmtes Ernährungsmuster hat. Und das haben wir hier auch gemacht. Und wir haben 4 Muster identifiziert, aus unseren Daten extrahiert. Wir haben uns davon den Daten lenken lassen. Dieses sogenannte Snacking oder Präferenzen für süße und fettige Speisen oder eine gewisse Neigung, viel Obst, viel Vollkornprodukte zu konsumieren. Und dann hier eine etwas merkwürdige Mischkategorie, aber das ist eben, hat sich aus den Daten halt so herauskristallisiert. Die haben wir Proteine und Wasser genannt, also mit Fisch und so weiter. Hier kommt eben das Gemüse rein, gekocht oder roh, das Vollkornbrot, das frische Obst, ungezuckerte, ungesüßte Speisen. Ich muss mich beeilen. Und hier kommt eben süß und fettig, da können Sie sich gut was drunter vorstellen. Ich konzentriere mich mal auf diese beiden, süß und fettig, Obst und Vollkorn, weil für die haben wir Assoziationen gesehen. Die zeige ich hier. Süß und fettig, nochmal zurück. Die unterste Häufigkeit ist hier die Referenzkategorie. Q2 heißt einen größeren, also mehr als durchschnittlichen Konsum an diesen Nahrungsmitteln und hier Q3 ist überdurchschnittlicher Konsum. Und in diesen Gruppen sehen Sie tatsächlich dann auch eine exzessive Gewichtszunahme, prospektiv, im Längsschnitt. Also zur Basisuntersuchung diese Neigung und dann nehmen diese Kinder tatsächlich auch mehr zu. Hier ist nicht so sehr die Gefahr dieses Bias drin, Wish-Bias, wie ich das nenne, oder so Desirability-Bias, weil hier ja eine ganze Gruppe von Nahrungsmitteln zusammengepackt wird. Und wir sehen eine gegenteilige Entwicklung bei der Neigung für Obst und Gemüse. Gerade die Kinder, die besonders stark in diese Gruppe reinfallen, also die besondere starke Präferenz für Vollkorn haben und Obst und Gemüse, haben ein erniedrigtes Risiko, übergewichtig zu werden. So, letzte Frage, wie ist das mit dem Wohlbefinden? Es gibt Daten dazu, die sagen, das kindliche Wohlbefinden wird negativ beeinflusst. Und ich zeige Ihnen ein Ergebnis unserer Studie, nämlich Fernsehkonsum und die Auswirkung auf das Familienleben. Und Sie sehen hier, dass ein verringertes Wohlbefinden bezüglich des Familienlebens durch Fernsehkonsum unter der Woche sowohl bei Jungen als auch bei Mädchen vorhanden ist und auch wenn man nur das Wochenend-Fernsehkonsum betrachtet. Mehr Fernsehkonsum, schlechteres Familienleben, die simplifizierte Botschaft, auch im Längsschnitt. Zusammenfassung, wir sehen also verschiedene Dinge. Wir können bestätigen, das, was viele andere Studien gezeigt haben, vermehrter Fernsehkonsum ist assoziiert mit einem Risiko für erhöhtes Übergewicht. Wir sehen, dass
der Fernsehkonsum auch mit einer Präferenz für gesüßte, besonders fetthaltige Speisen ist. Insbesondere auch ein erhöhter Konsum von den zuckerhaltigen Getränken, also Softdrinks. Wir sehen, dass dieser Konsum insbesondere auch bei Exposition gegenüber kommerziellem Fernsehen und den darin enthaltenen Werbebotschaften entsteht. Und wir sehen, dass das vermehrte Nachfragen nach diesen beworbenen Produkten tatsächlich damit assoziiert ist, dass die Kinder genau fetthaltige Speisen bevorzugen und dass sie auch eher eine Neigung haben, übergewichtig zu werden. Das ist prospektiv. Die gute Botschaft, wenn Eltern dem widerstehen, scheint das die Kinder zu schützen. Also elterliche Grenzen sind ein Schutzfaktor für die Kinder. Das heißt, man kann da was machen. Die Präferenz für diese zuckerhaltigen und eher süßen Sachen sind tatsächlich mit einem erhöhten Risiko für die Gewichtszunahme assoziiert. Das sehen wir auch im Längsschnitt. Und das widerspricht einigen der Querschnittstudien, die aber auch weniger Aussagekraft haben. Das ist ein Phänomen, was wir in der Epidemiologie haben, dass es durchaus widersprüchliche Studienergebnisse gibt. Und damit müssen wir leben und dann müssen wir untersuchen, welche der Studien haben eigentlich das bessere Design und liefern belastbarere Daten. Diese Längsschnittstudie, nach unserem Dafürhalten, liefert eben belastbarere Daten, als andere das tun. Und das Letzte, Wohlbefinden wird tatsächlich negativ beeinflusst. Wir sehen noch verschiedene andere Parameter im Bereich des Wohlbefindens, die negativ durch Fernsehkonsum und durch Computernutzung beeinflusst werden. Was ich Ihnen nicht gezeigt habe, was wir auch jetzt erst gerade publizieren, wir sehen tatsächlich auch einen negativen Zusammenhang zwischen Wohlbefinden und der Entstehung von Übergewicht. Also Kinder, die sich nicht so wohlfühlen in der Familie, haben tatsächlich ein erhöhtes Risiko, auch übergewichtig zu werden. Und das ist der letzte Punkt. Ganz zum Schluss möchte ich das zusammenfassen auf dieser Folie. Was wir also aus unseren Daten zusammen mit anderen Daten bisher verstehen, ist dieser Zusammenhang, wie hier dargestellt ist. Wir sehen, dass Fernsehkonsum über Fernsehwerbung und Pesta-Power tatsächlich die Nahrungsauswahl beeinflusst, und zwar negativ, und dass diese Nahrungsauswahl dann wiederum das Risiko für Übergewicht und Adipositas erhöht. Wir sehen, dass Fernsehkonsum das Wohlbefinden negativ beeinträchtigt, das Wohlbefinden wiederum erhöht das schlechtes, niedriges Wohlbefinden, erhöht das Risiko, übergewichtig zu werden. Und wir glauben nicht, dass das Ende der Geschichte ist, sondern wir gehen davon aus, wir haben überhaupt nicht über körperliche Aktivität jetzt gesprochen, dass es noch weitere Faktoren gibt, die hier eine Rolle spielen. Wir haben auch gar nicht über Schlaf gesprochen. Wir sehen, dass Schlafdefizite auch ein Risikofaktor sind. Da wäre auch noch mal zu gucken, wie Schlafmangel mit zu viel Fernsehkonsum und so weiter zusammenhängt. Das heißt, da ist noch viel an offenen Fragen. Ich glaube, wir konnten einiges schon mal klären. Und ganz zum Schluss, die Botschaften, kein Fernseher ins Kinderzimmer, elterliche Grenzen wären ganz hilfreich für die Kinder und weg mit der Werbung für die Kinder. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Professor Arendt, für diesen Vortrag. Ja, wir haben ja nicht viel Zeit heute Abend und deswegen stürzen wir uns gleich in den nächsten Vortrag. Ja, da möchte ich mich auch nochmal bedanken, Herr Professor Schulte-Markwort, dass Sie das ganz spontan übernehmen. Sie waren ja ursprünglich als Podiumsgast geladen, aber jetzt übernehmen Sie den Vortrag. Und ich stelle Sie mal vor, wie Sie in den Medien schon genannt wurden, als Anwalt der Kinderseelen. Ja, Sie sind Kinder- und Jugendpsychiater in Hamburg-Eppendorf am Klinikum. Und Ihre Aufgabe ist es, Kinder zu verstehen und bei der Bewältigung ihrer Probleme, ja, ihnen dabei zu helfen und den Familien. Ihr Vortrag heute Abend hat den Titel Kinder, was sie haben, was sie brauchen. Ich bin gespannt. Guten Abend, ich heiße Michael Schulte-Markwort, bin schon vorgestellt worden. Liebe Frau Rentschler, vielen Dank. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen, weil ich jetzt mich nicht so gezielt mit dem Vortrag vorbereiten konnte, sondern erst gestern Abend um 23 Uhr, als ich nach Hause kam. Ich hatte nachmittags erfahren, dass ich einspringen
darf. Und dann habe ich noch ein bisschen was zusammengestellt und ich habe mir gedacht, zwischen Schulbrot und Smartphone, was unsere Kinder haben und was sie brauchen. Und ich möchte gleich schon mit diesem einleitenden Dia ein bisschen darauf hinweisen, worum es mir geht. Ich habe auf der linken Seite ein Foto über Schulbrot rausgesucht, was, glaube ich, besonders kinderfreundlich sein soll. Und das ist etwas, was mich am Erwachsenenumgang mit Kindern immer schon sehr ärgert, weil es so albern ist. Kinder wollen nicht, dass man albern mit ihnen umgeht. Das ärgert mich auch in meinem Altona Kinderkrankenhaus. Sie sehen, dass ich auch neben dem UKE auch im AKK arbeite. Da gibt es zum Beispiel an den Türen für die Untersuchungszimmer immer so bunte Bildchen, damit die Kinder, die noch nicht lesen können, die Tür wiederfinden. Und die Kinder finden diese bunten Bildchen ganz entsetzlich albern. Und ich finde das auch. Und Kinder wollen ernst genommen werden. Und Kinder sind eigentlich eher so wie das rechte Foto. Das ist meine Erfahrung mit Kindern in 28 Jahren. Kinder sind ernsthaft, Kinder sind nachdenklich, Kinder sind reflektiert. Und Kinder sind einfach ganz wunderbar in dem Sinne, wie man mit ihnen, wie ich mit ihnen heute sprechen kann. Da komme ich später nochmal drauf zurück. Sie sehen in der Mitte unser Abteilungslogo, was Ihnen ein bisschen einen Hinweis darauf geben soll, was unser Verständnis ist. Wir arbeiten immer mit kleinen Menschen und großen Menschen und meistens oder oft ist die Beziehung zwischen diesen beiden Menschen gestört und das UKE ist ja sozusagen, oder hinter dem UKE ist Beiersdorf, da werden die Pflaster hergestellt und unsere Aufgabe ist es ganz oft, ein Pflaster zu etablieren, damit die Beziehung zwischen den großen Menschen und den kleinen Menschen wieder funktioniert. Und wer das Wappen von Hamburg kennt, weiß, dass das Blaue die Elbe ist, weil wir das natürlich in Hamburg machen. Ich habe mich sehr intensiv beschäftigt in den letzten Jahren mit Erschöpfungsdepressionen, mit Erschöpfungszuständen bei Kindern, habe darüber auch ein Buch geschrieben und will zumindest damit mal einsteigen. Der Symptomverlauf von Burnout-Symptomen im Kindes- und Jugendalter sieht so aus, dass Kinder häufig über einen Konzentrationsverlust klagen. Es kommt zu einem Leistungsknick in der Schule, es entwickeln sich Schlafstörungen, Appetitverlust, Antriebslosigkeit, Kraftlosigkeit, Freudlosigkeit, bis sie irgendwann tatsächlich sagen, ich bin traurig, ich bin verzweifelt, ich kann eigentlich nicht mehr, ich weiß nicht mehr weiter. Sie sind dann erschöpft und entwickeln das Vollbild einer Depression. In seltenen Fällen im Jugendalter kann sich daraus auch eine suizidale Situation entwickeln, in der die Jugendlichen so verzweifelt sind, dass sie sagen, mein Leben hat eigentlich gar keinen Sinn mehr. Das sind die Jugendlichen, die mir sagen, ein Abitur schlechter 1,5 ist nichts wert. Das sind die Neunjährigen, die mir sagen, wenn ich den Übergang in das Gymnasium nicht schaffe, ist mein Leben gelaufen. Das ist keine große Gruppe. Es gibt noch keine guten epidemiologischen Untersuchungen dazu. Ich schätze, dass das etwa 2-3% aller Kinder sind. Aber mir ging es sehr darum, davor zu warnen, dass wir alles daran setzen, die Erschöpfungssyndrome des Erwachsenenalters auch in das Kindesalter zu transportieren. Etwas, was ich vor 5 Jahren noch verneint hätte, weil wir Kinder- und Jugendpsychiater bis vor 5 Jahren noch gesagt hätten, Burnout im Kindesalter gibt es eigentlich nicht. Damit möchte ich zunächst einsteigen und überleiten dazu, zu der Frage, das soll ja der erste Teil meines Vortrags sein, was haben Kinder eigentlich, also bezogen auf psychische Erkrankungen. Und dazu zeige ich Ihnen die Ergebnisse der Bella-Studie. Das ist eine Unterstudie der KIK-Studie, die eben schon erwähnt worden ist vom Robert-Koch-Institut. Eine Unterkohorte dieser 17.000 Kinder ist von meiner Kollegin Frau Professor Raven-Sieber, die an meiner Abteilung die Forschung leitet, untersucht worden zu der Frage, wie psychisch krank oder gesund sind diese Kinder eigentlich. Und was Sie hier sehen, ist eine sehr gute Nachricht, nämlich 76% aller Jungen und 80% aller Mädchen sind psychisch unauffällig. Das ist eine wichtige Botschaft. Es ist mir wichtig, dass Sie das auch so rum heute mit nach Hause nehmen. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch etwa 20% an Kindern, die auffällig sind. Die sind nicht alle psychisch krank, aber die sind zumindest so auffällig, dass wir als Kinder- und Jugendpsychiater sagen würden, sie sollten einer Diagnostik zugeführt werden und dann sind etwa die Hälfte von denen auch behandlungsbedürftig. Das, was besonders wichtig ist, was Frau Rentschler ganz am Anfang schon hat anklingen lassen, es gibt einen Zusammenhang zwischen psychischer Gesundheit und sozioökonomischem Status. Sie sehen hier vom hohen sozioökonomischen Status auf der linken Seite verdoppelt sich auf der rechten Seite zum niedrigen sozioökonomischen Status der Anteil von psychisch auffälligen Kindern. Das wissen wir, gilt auch für die körperliche Gesundheit, aber es gilt eben auch für die psychische Gesundheit. Und das ist ein dramatischer Befund, weil wir ja schon sehr dabei sind, dafür zu sorgen in Deutschland, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird. Es wird offensichtlich nicht so, dass Armut zunimmt. Die Daten, glaube ich, kann man schon so interpretieren.
interpretieren, aber wenn die Armut sich weiter so stabilisiert, dann sorgen wir dafür, dass eben bei den sozial schwachen Familien 30% aller Kinder auffällig sind. Und das gilt für alle Erkrankungen, die wir auch untersucht haben in dieser Kohorte, nämlich wir haben neben der allgemeinen psychischen Auffälligkeit auch untersucht, wie häufig sind Depressionen, Ängste, ADHS und Störung des Sozialverhaltens. Dann sehen Sie das, diese Häufigkeiten, Sie sehen an erster Stelle die Angststörung mit 10%, das war ein bisschen überraschender Befund. Sie sehen aber auch 2,2% ADS. Das hat mich als Kliniker sehr gefreut, weil wir ja sehr in den letzten Jahren viel damit zu tun hatten mit der Modediagnose ADS. Das ist Gott sei Dank ein bisschen auch zurückgegangen, weil es eben nicht 5% sind, sondern weil es knapp 3% sind von Kindern, die davon betroffen sind und sich das auch nicht ändert. Das kann sich auch gar nicht ändern, weil das ja wesentlich genetisch determiniert ist. Womit wir sehr zu tun haben in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist die Störung des Sozialverhaltens, dissoziale Jungs ja meistens und dann gefolgt von den Depressionen. Es gibt darunter eben, das sind zum Teil Erkrankungen, die können Sie durch Prävention gar nicht verhindern. Aber was man sicherlich verhindern könnte, das wäre die Störung des Sozialverhaltens, weil das ist natürlich beziehungsabhängig und bindungsabhängig. Was Sie hier an diesen Zahlen auch sehen, ist, dass dieser Befund, dass die Häufigkeit psychischer Diagnosen sozialschichtabhängig ist, für alle Störungen gilt. Das ist ganz egal, ob Sie Depressionen nehmen oder Störung des Sozialverhaltens, in allen ist das sozusagen gleich. Das, was wir uns dann weiter angeguckt haben, ist, wie ist denn eigentlich der Zusammenhang zwischen Risikofaktoren und psychischer Gesundheit bei den Kindern. Was Sie hier sehen, ist, dass es einen wirklich linearen Zusammenhang gibt zwischen der Häufigkeit von Risikofaktoren, die ein Kind auf sich vereint, und der Ausbildung psychischer Erkrankungen. Ja, und Sie sehen, wenn ein Kind mehr als 4 Risikofaktoren ganz rechts im roten Balken auf sich vereint, im blauen Balken, Entschuldigung, dann sind 53% dieser Kinder psychisch auffällig. Also ein linearer Zusammenhang. Je mehr Risikofaktoren ein Kind auf sich vereint, desto größer das Risiko, dass es psychisch krank und auffällig wird. Das ist das, was ich immer mit den Politikern bespreche in Hamburg, mit der Schulbehörde. Wir könnten natürlich diese Risikofaktoren screenen. Wir haben die Instrumente dafür. Das kann man per Fragebögen in Schulen machen. Das ist nicht besonders aufwendig. Das ist aber das, was niemand in Deutschland möchte, weil alle immer dann vor Angst vorm Stuhl rutschen, weil sie genau wissen, wenn wir das erheben, müssten wir auch die Ressourcen zur Verfügung stellen, um diese Kinder dann zu versorgen. Und die Ressourcen gibt es nicht. Deswegen wird das nicht gemacht. Wir haben Risikofaktoren in dieser Studie untersucht und hier zeige ich Ihnen erst einmal die Häufigkeit der untersuchten Risikofaktoren. Ja, dann sehen Sie, das häufigste war eine chronische Erkrankung in der Familie als ein Risikofaktor. Wir haben zunächst sozusagen aus der gesamten Literatur alle Risikofaktoren eliminiert, die haben wir genommen und die haben wir auf diese Kohorte angewendet. Darunter war eben auch chronische Erkrankung. Und das Zweite war, dass eben doch auch zu 25% in dieser Kohorte ein niedriger sozioökonomischer Status vorlag. Jetzt war aber die wichtige Frage, wenn das häufig ist, ist das aber auch gleichzeitig wirksam? Und dann sehen Sie hier, wie die Odds-Ratios sind. Die Odds-Ratios besagt ja, das haben Sie eben bei Professor Arendt schon gesehen, die besagt immer, dass inwieweit steigert sich zu einem normalen Risiko etwas zu bekommen, das unter diesen Bedingungen. Und dann sehen Sie, dass Kinder, die unter Familienkonflikten leiden, ein 4,9-fach erhöhtes Risiko haben, psychisch auffällig zu werden. Kinder, die eine elterliche Belastung haben, dass Eltern krank sind, 4,7-fach. Eine geringe psychische Lebensqualität in der Gesamtfamilie erhöht das Risiko um das 4,2-fache. Und psychopathologische Symptome der Eltern, also psychisch kranke Eltern, das ist ja ein Phänomen, mit dem wir in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sehr vertraut sind, um das 4-fache. Also dann können Sie ein bisschen den Zusammenhang herstellen, der ja doch auch sehr dramatisch ist. Was auch völlig klar ist, dass die Kinder, die psychische Auffälligkeiten aufweisen, die verfügen signifikant über weniger familiäre, soziale und personale Ressourcen. Ja, das gilt immer für die Auffälligen und die grenzwertig Auffälligen. Und hier sind so Beispiele dafür. Personale Ressourcen wurden damit gemessen, wenn jemand beispielhaft sagt, ich kann meine Probleme aus eigener Kraft meistern, soziale Unterstützung, gibt es jemanden, der dir Liebe und Zuneigung zeigt oder familiärer Zusammenhalt, wir kommen wirklich alle gut miteinander aus. Und die Frage des familiären Zusammenhalts, die hat uns dann noch weiter beschäftigt, weil natürlich als Kinder- und Jugendpsychiater ist man ja immer darauf aus,
Also wir arbeiten mit Beziehungen, therapeutische Arbeit funktioniert nur auf der Basis von Beziehungen. Ich habe Ihnen unser Abteilungslogo gezeigt, also denken wir natürlich, dass Beziehung auch etwas sehr Wichtiges ist. Und der Frage sind wir nachgegangen und haben uns die Familienschutzfaktoren genauer angeguckt und haben gefunden, dass bei Kindern mit einem guten Familienklima, das war in besonderer Weise operationalisiert, die Chance eines Kindes, depressive oder Angstsymptome zu zeigen, etwa halbiert ist. Und bei, wie zu erwarten, ist das bei Störungen des Sozialverhaltens noch deutlicher ausgeprägt, nämlich nur aber ein Viertel der Kinder, die ein gutes Familienklima haben, entwickeln tatsächlich auch eine Störung des Sozialverhaltens. Das heißt, wenn wir präventiv, sekundärpräventiv oder auch primärpräventiv tätig werden wollten, dann müssten wir Parenting, das ist ein Traum von uns Kinderpsychiatern schon seit vielen Jahren, wir müssten Elternschaft als Schulfach eigentlich einführen. Wir müssten Jugendlichen beibringen, wie wird man denn eigentlich gute Eltern? Woran erkennt man, was es bedeutet, wenn ein Säugling schreit beispielsweise oder ähnliches? Wir müssten sozusagen Beziehungsförderer werden. In einer anderen Untersuchung, mit einem sehr viel kleineren N, an knapp 2000 Kindern, haben wir mal untersucht den Zusammenhang zwischen psychischen Auffälligkeiten und psychosomatischen Auffälligkeiten. Das ist für uns deshalb interessant, weil wir im Altonaer Kinderkrankenhaus auch eine Psychosomatik betreiben. Und wir haben folgenden Zusammenhang gefunden. Wir haben auf der einen Seite, wenn Sie die linken beiden Zahlen zusammennehmen, dann haben Sie diese knapp 18% psychische Auffälligkeit. Und in der rechten Seite mit dem Gießener Beschwerdefragebogen psychosomatische Auffälligkeiten erfasst. Das waren deutlich mehr. Das waren 23-24%. Aber die wichtige Frage, die uns beschäftigt hat, ist, wie ist der Zusammenhang zwischen psychischen Auffälligkeiten und psychosomatischen Auffälligkeiten? Und Sie sehen, dass es einen Überschneidungsbereich von 8% gibt und dass es ein vierfach erhöhtes Risiko gibt für die Kinder, wenn die im linken Kreis sind, also rein psychische Symptome haben, die sich eher im Verhalten äußern, dann haben die ein vierfach erhöhtes Risiko, in die Mitte zu rutschen, wo die 8% stehen. Das heißt, sie entwickeln zusätzlich zu ihren psychischen Symptomen auch psychosomatische Symptome. Und wir können aber nichts über die Richtung aussagen. Deswegen gilt das auch für den rechten Kreis. Kinder, die psychosomatische Symptome entwickeln, haben ein vierfach erhöhtes Risiko, wenn man sie nicht behandelt, auch psychische Symptome zu entwickeln. Das ist in ganz Deutschland so, das ist auch in Hannover so. Über den Zusammenhang zwischen Körperlichkeit und psychischen Befinden habe ich mal eine Untersuchung gemacht, in der ich alle Kinder, die vor mir saßen, die habe ich gebeten, sich selber zu zeichnen, und dann habe ich sie gebeten, ihre Organe einzuzeichnen und zum Schluss ihre Seele. Denn davon habe ich etwa 100 Bilder gesammelt, und irgendwann hat mir mal eine Journalistin von der Bild-Zeitung die nicht mehr zurückgegeben. Ich habe da nicht aufgepasst und dann waren die weg, sodass ich dann für diese Präsentation das nochmal replizieren musste. Deswegen steht da oben N gleich 2, weil es sind meine eigenen Kinder, die ich gebeten habe, das zu replizieren. Das ist jetzt schon eine Weile her. Das war Antonia mit 6 Jahren auf der linken Seite. Antonia kannte das Herz und die Lunge. Man muss dazu sagen, das sind eben 2 Kinder, die Ärzte als Eltern haben. Aber ich schwöre, dass wir da nicht großen Einfluss drauf genommen haben. Und Antonia hat damals mit 6 Jahren ihre Seele in den Bauch gemalt. Das ist der grüne Kreis. Vinzenz, ihr 2 Jahre älterer Bruder, der hatte schon so ein Schulprojekt, wie man sieht. Der kannte Arterien und Venen. Ja, das waren nicht wir, sondern das war die Schule. Und er kannte das Herz und die Lunge und die Rippen und den Darm. Und er hat seine Seele in den Kopf gemalt. Das war auch so in dieser Untersuchung, die ich gemacht habe. Also die kleineren Kinder malten ihre Seele immer in den Bauchraum oder herznah, und die älteren malten es in den Kopf. Wenn Sie jetzt wissen, das wäre ein eigener Vortrag, das sprengt jetzt hier den Rahmen, wie häufig Bauchschmerzen und Kopfschmerzen im Kindesalter sind, auch im Jugendalter, und weswegen wir diese Station eröffnet haben im Altonaer Kinderkrankenhaus. Wenn man das sieht, ich will jetzt nicht zu mechanistisch und zu platt werden, aber wenn man das sieht, dass Kinder das eben selber so verorten, dann wird auch der Zusammenhang klar zwischen seelischem Druck, sagen wir mal, im weitesten Sinne, und Bauchschmerzen und Kopfschmerzen. Und das fand ich in dieser Untersuchung eigentlich ganz plastisch. Jetzt möchte ich überleiten zum zweiten Teil meines Impulses, nämlich zu der Frage, wie gehen wir eigentlich immer mit unseren Kindern um und was brauchen sie? Und ich möchte mit einem Zitat beginnen, was Sie wahrscheinlich kennen oder was Ihnen bekannt vorkommt. Ich lese es Ihnen vor. Was früher mit dem Kopf gemacht wurde, das erledigen heute Computer, Smartphones, Organizer und Navigationsgeräte. Wenn wir unsere Hirnarbeit auslagern, lässt das Gedächtnis nach, Nervenzellen sterben ab. Die Folgen sind Lese- und Aufmerksamkeitsstörungen, Ängste und Abstumpfung, Schlafstörungen und Depressionen, Übergewicht und Gewaltbereitschaft.
Die Entwicklung ist besorgniserregend, erfordert vor allem bei Kindern Konsumbeschränkung, um der digitalen Demenz entgegenzuwirken. Denn ahnen Sie schon, dass der Autor natürlich Manfred Spitzer heißt, der das in der FAZ 2012 geschrieben hat. Und ich zitiere das hier und häufiger bei meinen Vorträgen, wenn es um Kindheit und digitale Welt geht, weil ich mich dem entschieden entgegenstellen muss, weil es überhaupt gar keine Hinweise darauf gibt, dass diese genannten Störungen mit Ausnahme des Übergewichts, wie wir gerade gehört haben, tatsächlich zunehmen durch die Benutzung von digitalen Medien. Es gibt gar keine Hinweise darauf, dass psychische Erkrankungen insgesamt zunehmen. Die haben in den letzten 30 Jahren in Deutschland nicht zugenommen. Der Skandal ist, dass sie nicht abgenommen haben, obwohl wir eigentlich etwas dagegen unternehmen könnten. Aber diesen Zusammenhang gibt es tatsächlich nicht. Und ich sage ein bisschen bösartig immer an dieser Stelle, Herr Spitzer ist Erwachsenenpsychiater, der ist kein Kinderpsychiater. Und dessen empirische Erfahrung in Bezug auf Kinder bezieht sich auf N gleich 4. Das sind seine eigenen Kinder. Und ich will dieses Zitat einleitend nehmen, weil ich könnte auch sagen, 1835 gab es wissenschaftliche Publikationen darüber, dass der Mensch für Geschwindigkeiten über 30 km/h nicht gebaut ist, weil die erste Eisenbahn fuhr zwischen Fürth und Nürnberg. 1975 hatte der Bayerische Rundfunk ausgeschaltet aus dem gesamtdeutschen Fernsehen, um die Sesamstraße nicht zu importieren, weil man überzeugt davon war, dass das schädlich ist für Kinder. Wir wissen heute, dass die Sesamstraße als solches überhaupt nicht schädlich ist für Kinder. Fernsehkonsum global ist was ganz anderes. Ja, und in diesem Kontext ist es so, dass es ein menschheitsimmanentes Phänomen gibt, nämlich immer dann, wenn wir auf die nachfolgende Generation schauen, haben wir den Eindruck, die werden immer schlimmer. Ja, und das möchte ich ein bisschen belegen mit ein paar Zitaten. Unsere Jugend ist heruntergekommen und zuchtlos. Die jungen Leute hören nicht mehr auf ihre Eltern. Das Ende der Welt ist nahe. Das hören Sie schon, dass das kein aktuelles Zitat ist, aber ich bin mir ganz sicher, dass Sie sich verschätzen, wie alt dieses Zitat ist. Das ist nämlich die Keilschrift aus Ur 2000 vor Christus. Auch das nächste Zitat ist nicht aktuell. Ich habe überhaupt keine Hoffnung mehr in die Zukunft unseres Landes. Wenn einmal unsere Jugend die Männer von morgen stellt, unsere Jugend ist unerträglich, unverantwortlich und entsetzlich anzusehen. Ja, auch ich habe mit den Tattoos meine Probleme. Aber das ist kein Zeitgenosse, der das gesagt hat, sondern Aristoteles. Ja, und das ist mir wichtig, dass immer dann, wenn Sie auf die Kinder gucken und wenn Sie solche Vorträge hören wie von mir, wo ich über Häufigkeit psychischer Erkrankungen spreche, nicht daraus machen, es wird alles immer schlimmer und unsere Kinder werden immer schlimmer. Das kann man nämlich auch in aktuellen Zitaten belegen. Wer heute 14 ist, weiß alles über Liebe, über Gefühle, über den Arbeitsalltag, obwohl er noch nicht geliebt hat, wenig gefühlt, gar nichts gearbeitet hat. Das hat es noch in keiner anderen Generation gegeben. Das hat ein Journalist namens Claudius Seidel in FAZ 2005 geschrieben. Dieser Mann hat in seinem Leben noch kein Kind gesehen. Dann würde er nicht behaupten, dass Kinder mit 14 noch nicht geliebt haben oder noch nicht gearbeitet haben. Oder mein Kollege Tobias Fuchs, den ich sehr schätze, Heidelberger Philosoph und Psychiater, hat 2008 noch gesagt, Adoleszenz heute bedeutet Identitätsverlust im Sinne einer Identitätsdiffusion, weil er sich nicht vorstellen konnte, dass man mit diesen vielen digitalen Angeboten eine eigene Identität entwickelt. Wir sehen nicht vermehrte Identitätsstörungen, das ist tatsächlich so, sondern was wir eher sehen, ist, dass es Kollegen gibt, wie meinen Kollegen Herrn Winterhoff aus Frankfurt, der dann verdächtig wird und sich einreiht, wie ich finde, in das, was ich eben gesagt habe. Man guckt die nachfolgende Generation an und denkt, die werden immer schlimmer. Dann entstehen solche Bücher, warum unsere Kinder Tyrannen werden. Ich überblicke etwa 15.000 Kinder, die ich persönlich gesehen habe in 28 Jahren. Ich habe tyrannische Kinder gesehen, selbstverständlich, aber das ist eine verschwindend kleine Minderheit. Kinder sind heute eigentlich so, ein 12-jähriger Junge erarbeitet sich die japanische Geschichte nach 1860 in einer Mindmap. Ja, ich kann mit Mindmaps nicht arbeiten, das habe ich oft versucht, ich kriege das irgendwie nicht hin. Ich kann diese Denkstruktur, mit der kann ich nicht arbeiten. Ich brauche immer Gliederungen von oben nach unten, damit kann ich gut arbeiten, aber nicht sowas. Das ist ein unglaublich komplexes Modell, mit dem dieser 12-jährige Junge sich das eben erarbeitet. Kindheit heute, global betrachtet, bedeutet aber auch noch was anderes. Wenn man sich das historisch betrachtet, in den 20er Jahren, Mädchen und Jungs waren noch getrennt, es gab die Prügelstrafe. Die habe ich noch in den 60er Jahren in Hannover, ich komme aus Hannover, auch noch erlebt. Ich bin auch noch geschlagen worden von meinem Biolehrer und an den Haaren gezogen worden von meinem Deutschlehrer.
Rechts ist die Generation, die heute noch als Urelterngeneration, als letzte noch zum Teil in Lüneburg, nee, Celle war das, glaube ich, vor Gericht stehen. Und Kinder haben sich im Unterschied dazu heute wirklich, ich finde, ganz hervorragend entwickelt. Die Gespräche, die ich heute mit Kindern führen kann, konnte ich vor 28 Jahren nicht führen. Kinder sind es gewohnt, einbezogen zu sein, reflektiert zu sein. Ich schreibe meine Arztbriefe seit 2 Jahren nur noch an die Kinder und nachrichtlich an die Eltern, egal wie alt die Kinder sind, und habe damit ganz hervorragende therapeutische Effekte. Kindheit heute bedeutet auch global betrachtet natürlich Missbrauch und Instrumentalisierung. Das sind die prämierten Bilder von UNICEF 2014. Diese Mädchen, die auf die Catwalks in den USA geschickt werden und raustrapiert werden wie kleine Püppchen. Kindheit global bedeutet aber auch das hier. Kindheit bedeutet aber auch das. Dieses Mädchen im Sonntagsstaat an der Hand ihres Vaters. Sie sehen den ängstlichen Gesichtsausdruck, das ist im Foyer des Krankenhauses von Aleppo. Sie sehen das Blut auf dem Boden. Wir wissen nicht, ob dieses Mädchen überhaupt noch lebt. Wir wissen nicht, ob dieses Krankenhaus noch steht. Vielleicht ist dieses Mädchen inzwischen in Hamburg, vielleicht auch in Hannover, das wissen wir nicht genau. Wir kümmern uns ja im Moment sehr intensiv darum. Auch das bedeutet Kindheit heute, global betrachtet, massivste Traumatisierungen und doch auch das so, dass man den Eindruck kriegt, dass wir Erwachsenen weltweit nochmal den letzten Beweis stellen wollen, dass wir nicht friedensfähig sind, dass wir die Dinge sozusagen nicht hinkriegen. Kindheit heute ist das, die kriegen eine transgenerationale Dialog unwahrscheinlich gut hin. Die sagen, rechts oben darf ich dein Freund sein auf Facebook oder richtig. Natürlich können die das differenzieren, was der Unterschied ist zwischen einem WhatsApp-Dialog und einem echten Dialog. Im Übrigen ändert sich das ja alles auch so blitzschnell. Inzwischen schicken die sich ja Sprachnachrichten und nicht mehr diese kurzgeschriebenen Emoticons auf WhatsApp. Ja, ich persönlich finde Sprachnachrichten befremdlich, ja, aber ich mache das sehr viel mit meinen Patienten und das klappt ganz hervorragend. Links unten ist auch so ein elterliches Vorurteil oder so ein Erwachsenenvorurteil. Oma hat jetzt eine Lesebrille und der Enkel fragt, was macht man damit? Die lesen ja heute gar nicht weniger. Das ist ja auch schon längst untersucht. Und sie sind eigentlich so wie rechts unten, diese 3 Mädchen. So sind die Patientinnen. Das sind natürlich keine von unserer Jugendstation, mit denen man hervorragend in Diskussionen kommen kann. Mir macht es wahnsinnig Spaß, auf den Visiten mit denen zu sprechen. Wir müssen akzeptieren, dass die alle ihre Smartphones vor der Nase haben. Ich diskutiere mit meinen Schwestern auf den Stationen immer, dass wir ihnen sie nicht wegnehmen sollten, ja, weil das völlig weltfremd ist und wir müssen ihnen unterstellen, dass sie es hinkriegen. Ich höre von Partys, wo die sich treffen und inzwischen ihre Smartphones auf dem Küchentisch stapeln und wer seins rauszieht, hat verloren. Wenn wir kein Vertrauen darauf haben, dass die das selber regulieren, dann haben wir überhaupt gar kein Vertrauen in die. Es mag befremdlich sein, dass die nebeneinander sitzen, auf ihre Smartphones gucken und trotzdem miteinander kommunizieren gerade. Das kann sein, aber das ist eben deren Form zu kommunizieren. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass Beziehungen Störungen zugenommen haben. Damit möchte ich zum Schluss kommen mit diesem Schlusswort. Auch unsere Kinder werden, wie wir, davon getragen sein, unsere Welt zu verbessern, sie friedlich und lebenswert zu erhalten und sie werden es besser machen als wir. Vielen Dank. Ja, lieber Herr Schulte-Markwart, ich danke Ihnen sehr für Ihren Vortrag und bin begeistert, was Sie hinbekommen haben in dieser kurzen Zeit Ihrer Vorbereitung. Ja, jetzt haben wir einen weiten Bogen gespannt bekommen, alle möglichen Themen. Ich finde es gar nicht leicht, in diese Diskussion einzusteigen. Mir gehen viele Sachen durch den Kopf. Ich beginne mal damit, dass ich Herrn Dr. Böhmann gerne vorstellen möchte. Herzlich willkommen hier in unserer Runde. Sie sind Chef einer Kinderklinik in Delmenhorst und hier mitten unter uns sozusagen als Mann aus der Praxis. Sie sehen ja täglich Kinder als Patienten, ihre Eltern haben Kontakt zu ihnen und ich weiß auch, dass Sie sich ehrenamtlich, wie übrigens die beiden anderen geladenen Experten auch, stark einsetzen dafür, dass das Gesundheit und Wohlbefinden und Lebensqualität von Kindern und Familien in unserem Land gefördert werden. Ja, wir haben gehört, ich fange mal so ein bisschen beim Anfang des Abends an, dass Übergewicht ein großes oder ein zunehmendes Problem ist. Wenn ich mir jetzt das in Erinnerung rufe, was wir an der Wand gesehen haben, 20% kann man sagen, sind gefährdet oder sind schon übergewichtig der Kinder. Ja, wo muss man jetzt hier ansetzen in der Praxis, um dem zu begegnen?
Ja, erstmal danke für die Einladung auch. Also ich habe es auch schwer, in die Diskussion einzusteigen. Ich habe jetzt so viele Inputs bekommen, dass ich mir Notizen gemacht habe und könnte jetzt locker auch noch eine Dreiviertelstunde darüber sprechen. Aber ich habe ja hier den Part des sogenannten Praktikers und Organmediziners. Ich könnte das Ganze auch biologistisch jetzt anfangen, finde das auch gar nicht falsch. Ich glaube auch, wie Sie, die Menschheit hat sich nicht viel verändert. Ich weiß nicht, wer von Ihnen diesen tollen Werner Herzog-Film kennt, The Cave of the Forgotten Dreams, diese 48.000 Jahre alte Höhle, die wieder versiegelt wurde, nachdem ein Film gezeigt hat, da sind Zeichnungen an den Wänden, die übertreffen bei weitem das, was Walt Disney so auf die Beine gestellt hat, mit Schattierungen, mit Dynamiken. Man hat festgestellt, die Proportionen der Tiere sind besser, als wie wir sie heute teilweise haben. Also die haben vor 48.000 Jahren auch schon eine verdammt hohe Kultur gehabt. Ich glaube, seitdem hat sich unser Gehirn und auch der Rest gar nicht so viel verändert. Eben die Umgebungsfaktoren haben sich verändert und ich bin an sich genauso optimistisch wie Herr Schulte-Markwort, dass wir da nun nicht schwarz malen dürfen. Ich glaube, es gibt eine Gruppe, die ist wirklich ganz arm dran, das sind die ganz extrem Übergewichtigen. Bei den anderen sehe ich Möglichkeiten der Selbstregulation, da sehe ich Möglichkeiten, dass sie auch damit klarkommen. Das würde ich also nicht so als Lawine oder was weiß ich sehen, was manchmal so dargestellt wird. Haben Sie auch gefragt, was ich dagegen machen möchte? Das war genau meine Frage. Also da würde ich gerne träumen, da neige ich dazu. Ich sehe auch seit über 30 Jahren diese Kinder und natürlich haben wir die früher nicht so viele gesehen. Und meine Vorfahren in der Kinderheilkunde haben noch das Problem gehabt, dass sie Kinder in Kuren geschickt haben, um zuzunehmen. Und ich habe auch noch eine schöne alte Blechtafel an der Wand, ich glaube von Beber oder von irgendjemand, also dass die Kinder noch ein bisschen zunehmen sollten. Also das hat sich innerhalb von 50 Jahren geändert. Und die Charité, die damals das Kaiserin Auguste Victoria Krankenhaus, Entschuldigung, die hat vor 100 Jahren genau damit zu tun gehabt. Also ich möchte dann träumen. Ich glaube, nach all dem, auch was wir eben gehört haben, sowohl über die Epidemiologie, die möglichen Ursachen, wo wir ja immer noch auf Spekulationen noch weiterhin angewiesen sind und dem, was eben im Vortrag war. Ich würde träumen davon, dass wir sehr früh sehen, was los ist. Das sehen wir bei den Schwangeren. Sehen wir bei den Schwangeren, wenn wir danach gucken würden. Ich sehe das genauso, dass wir nicht hingucken, weil dann müsste der zweite Schritt nämlich sein, was zu tun. Und wenn Sie die politischen Diskussionen sehen. Machen Sie es doch da mal für uns jetzt verständlich. Was können wir bei Schwangeren sehen, um zum Beispiel schon zu sehen, da ist das Risiko massiv erhöht, dass Kind, das zur Welt kommt, übergewichtig. Die Ernährung während der Schwangerschaft spielt eine Rolle, aber das ist noch viel zu simpel. Wir wissen heute aus der genetischen Forschung, dass der Stoffwechsel eines Menschen schon sehr stark geprägt wird in der Schwangerschaft von der Ernährung. Und da haben wir in der Tat eine Verstärkungsfunktion über jede Generation, dass die Schwangere, die schon übergewichtig ist, die Genetik ihres Kindes, ich sage es mal ganz vorsichtig, so beeinflusst, dass dieses Kind auch bei selber Kalorienzufuhr schnell dicker werden wird. Das ist ein ganz schrecklicher Befund, weil da kann das Kind später sein Leben lang nichts gegen machen. Das nennt man heute Epigenetik. Mit der Aussage wäre ich vor 40 Jahren noch durchs Staatsexamen gefallen, wenn ich gesagt hätte, dass erworbene Fähigkeiten vererbt werden ein Stück weit. Das weiß man aber seit vielen Jahren inzwischen schon. Da fängt das schon an. Und dann würde ich mir wünschen, dass man genau diese Kinder doch relativ früh nach der Geburt so impft ein bisschen, um es mal medizinisch zu sagen, dass sie Geschmackspräferenzen haben, dass sie also das in unseren Augen gesundere Essen besser finden, also nicht so süß und so weiter. Und wenn wir das in den ersten Jahren machen würden, glaube ich, könnten wir in den nächsten 40 Jahren eine ganze Menge sparen. Bei der ganzen Prävention, je eher, desto besser und je eher, desto billiger. Das, danke. Ich frage mich jetzt an der Stelle eine Sache. Das klingt nach starker Regulation, nach vielen Verboten, wenn ich mir unsere Konsumgesellschaft anschaue. Ich denke dabei daran, dass es ja vor 30 Jahren eigentlich auch so war. Wir leben in einem Land, das auch damals schon Überfluss hatte, das auch damals schon Softdrinks verkauft hat, das auch damals schon Süßigkeiten hatte. Kinder haben den angeborenen Reflex, Süßes zu wollen, meine Kinder zumindest und ich auch so ein bisschen. Es ist mir da jetzt so klar geworden, dass es zusammenhängt, ist nicht besonders verwunderlich. Es ist mir auch klar geworden, dass wenn ich Werbung im Fernsehen schaue, ich da in gewisser Weise geimpft werde, um mal dieses Wort auch wieder zu nehmen. Würden Sie jetzt Eltern raten, Herr Ahrens, Ihre Kinder durften kein Fernsehen gucken, das haben Sie schon erwähnt, dass man
den Fernseher zu Hause rauswirft und Süßigkeiten verbietet oder eine zuckerfreie Ernährung zum Beispiel anwendet vom ersten Lebenstag? Dass man das reguliert, ja. Also es ist ja so, dass wir haben es gerade gehört, unser genetisches Profil hat sich entwickelt in einer Zeit, in der Mangel herrschte. Wir sind gemacht als Organismen, die unter Hungerbedingungen leben können. Und diesen Hunger haben wir heute nicht mehr. Das ist ja vielleicht auch ganz gut, dass wir heute nicht mehr uns sorgen müssen, dass wir längere Hungerperioden durchstehen. Aber das war die größte Zeit der Evolution des Menschen der Fall. Daher kommt unsere Neigung, Süßes zu wollen, weil da stecken die Kalorien drin, die man dann braucht, um sich vielleicht den Winterspeck anzufuttern. Nur ist es heute so leicht verfügbar und auch zum Teil so versteckt, dass unsere körpereigene Regulation damit nicht mehr fertig wird. Also die Zucker, die heute als Sirups in den Softdrinks enthalten sind, lösen nicht mehr in dem Maße die Gegenregulation des Körpers aus. Also A, erzeugen sie nicht die Sättigung, die eigentlich notwendig wäre, damit der Körper dann aufhört, das zu sich zu nehmen. Und B, müssen diese dann auch noch mühsam in der Leber verstoffwechselt werden, was eben möglicherweise auch langfristig tatsächlich zu Leberverfettung führt. Das heißt, die Umwelt hat sich in einer Weise verändert, dass die Umwelt eigentlich nicht mehr zu unserem genetischen Profil passt. Mhm. Und das heißt, wir müssen etwas tun, damit wir unserem Bauplan entsprechend uns auch körperlich entwickeln können. Und ich bei meinen Kindern habe ich das dadurch zum Beispiel gemacht, dass ich reguliert habe. Also es gab keine Softdrinks. Mhm. Die waren tabu, die gab es bei uns nicht. Und das Fernsehen wurde nicht total verboten, weil die Kinder natürlich damit umgehen müssen. Sie haben es auch gesagt. Sie schmeißen das ist meine Frage. Ich frage sie schmeißen mich, das. Die Kinder müssen ja lernen, damit haben umzugehen. Haben die sonst Entzugserscheinungen als Erwachsene? Nein, aber ich habe natürlich Grenzen gesetzt den Kindern. Und ich sehe das als eine Hilfestellung an, mit dieser Umwelt klarzukommen. Und da können Eltern Hilfestellung leisten. Und laissez-faire lässt die Kinder allein, gibt ihnen keine Hilfe. Mhm. Finde ich spannend. Sie hatten ja, Herr Schulte-Markwort, auch betont, dass Kinder doch sehr viel selbst entscheiden können und auch früher, als wir es ihnen gemeinhin zutrauen. Das ist jetzt so, da würde ich dann jetzt gerne genauer wissen, was mache ich jetzt? Meine Kinder sind noch im Kindergartenalter, das heißt, bei uns ist jetzt, es geht schon los. Es geht schon los mit den Süßigkeiten in der Apotheke, hier und da, sage ich jetzt nein, darf das gegeben werden, sollte ich es besser lassen? Oder mit dem Fernsehen, allererste Geschichten sind über den Kindergarten bekannt. Und mein Mann und ich stehen eher in der Frage, was machen wir jetzt? Wir haben keinen Fernseher. Das war für uns so, wir schauen Mediathek, da gibt es keine Werbung, das ist schon mal gut, das habe ich schon verstanden. Aber wir überlegen, sollten wir unsere Kinder nicht bewusst ab und an Fernseh schauen lassen? Denn mein Mann ist ganz ohne aufgewachsen und sagt von sich, ich hatte Entzugserscheinungen. Das Erste, was ich als Student gemacht habe, war nächtelang glotzen. Es gab ja auch mal eine Zeit, wo das hatte dann auch mit dem Rinderwahn und solchen Geschichten zu tun, wo es keine Gummimärchen mehr gab und solche Geschichten. Ich erinnere mich an Zeiten, wo Eltern stolz waren, dass sie möglichst bis zum vierten Lebensjahr ihres Kindes dafür gesorgt hatten, null Süßigkeiten zu haben. Das waren die, die sich auf den ersten Kindergeburtstagen wie die Ausgehungerten auf die angebotenen Süßigkeiten gestürzt haben. Das gilt für mich für alles andere auch. Ich bin komplett anders mit meinen Kindern umgegangen. Bei uns gab es immer alles. Und ich wollte Frau Ebeling dringend empfehlen, den Naschteller einzuführen. Und zwar nicht, weil da Süßigkeiten drauf sind, von denen ich weiß, dass sie nicht die gesündesten sind. Ich bin auch kein Fan von Softdrinks. Ich bin dafür, dass man Kindern vorlebt, was gut schmeckt. Und es gibt hervorragende Süßigkeiten, auf die ich nicht verzichten möchte. Und natürlich biete ich die meinen Kindern an. Ich bin meinem Sohn, mit dem Älteren, der war zwei, da hat er zum ersten Mal mit mir am Computer gesessen. Meine Kinder sind alles andere als irgendwie mediensüchtig geworden, weil es immer alles gab, weil alles vorgelebt wurde. Es gibt gute Untersuchungen in Kindergärten, wenn man Kindern Oliven, Schafskäse und Gummibärchen anbietet, essen sie auch alles. Aber man muss alles anbieten, es muss alles da sein. Für mich geht es um die Frage der Ausgewogenheit und für mich ist es wesentlich eine Frage von Beziehung. Der Naschteller, übrigens Frau Ebeling, wenn ich mir das erlauben darf, der war, glaube ich, so bedeutungsvoll, weil er auch ein Kennzeichen der Beziehung zu Oma war. Ja, und dieses Vehikel, glaube ich, das riecht besonders, das schmeckt besonders und das würde ich mir nicht nehmen lassen. Ich würde gerne noch was zu diesem Thema Grenzen sagen, weil Sie haben ja die Daten gesehen aus unserer Studie und auch gesehen, dass die
Übergewichtshäufigkeit gerade in Schweden besonders niedrig war. Schweden ist das Land, wo wir gelernt haben, dass die Eltern dort am klarsten Regeln vorgeben den Kindern. Also das ist das Land, wo die Kinder die klarsten die Regeln kennen und wo die Regeln auch eingefordert werden. Und eine der Regeln, die es dort gibt, bei Süßigkeiten ist, nicht unter der Woche. Es gibt die Süßigkeiten, ja, aber nur am Wochenende. Und wir stellen tatsächlich fest, dass der Süßigkeitenkonsum, der Zuckerkonsum in Schweden der niedrigste ist im Vergleich zu allen anderen Ländern. Also es ist kein Totalverbot, aber es ist reguliert. Also ich brauche auch einen Trüffel am Montag. Jetzt. Die sind ja auch schon groß. Jetzt möchte ich mir noch. Ja, aber ich behandle meine Kinder nicht anders als mich. Was ich vermute, was hier wieder deutlich wird, ist, es gibt durchaus individuelle Unterschiede in den Familien. Regeln, Grenzen sind wichtig. Die mögen auch verschieden sein, solange Kinder sie verstehen und damit aufhören. Aber es scheint mir doch so zu sein, auch einiges von dem, was Sie gesagt haben, der Faktor Schutz für Kinder vor jeglicher negativer Beeinflussung, psychischer Art, psychosomatischer Art, aber auch rein körperlich, ist die intakte Familie. Und hier frage ich mich jetzt, was braucht das eigentlich? Was braucht das? Man sagt das immer so leicht, aber was braucht das konkret? Wenn eine meiner jungen Assistenzärztinnen mir sagt, dass sie schwanger ist, dann sage ich immer herzlichen Glückwunsch, sie haben sich entschieden, 20 Jahre mit ihrem Mann zusammen zu bleiben. Ja, das ist kinderpsychiatrisches Wissen. Also ich weiß, dass 47% aller Ehen heute wieder geschieden werden. Da sind nicht immer Kinder dabei, aber ich weiß, wie sehr Kinder darunter leiden. Das ist mein täglich Brot. Und ich finde schon, dass es darum geht, ein gutes Familienklima fällt nicht vom Himmel. Also auch eine dauerhafte Liebe fällt nicht vom Himmel. Und ich finde, dass man was dafür tun muss. Man kann etwas dafür tun, dass man gegenseitig attraktiv bleibt. Das muss man aktiv machen. Und das finde ich, wir sind in der Pflicht, unseren Kindern das vorzumachen, wie sowas geht. Das halte ich für den besten Gesundheitsschutz übrigens auch gegenüber Softdrinks. Weil dann schmeckt Tee auch besonders gut. Aber was machen wir denn jetzt nun, um nochmal den Blick drauf zu richten, mit denen, wo es nicht klappt? Ich sag mal, wir können ja die Fakten auch nicht ändern. Wenn man nun jede zweite Ehe geschieden wird und ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen, aber ein guter Anteil dieser Ehen hat Kinder. Und wir da schon andere Konzepte, ich sag mal, wir erleben das nicht nur in der Digitalisierung unserer Gesellschaft, sondern auch in vielen sozialen Formen, wo wir Unterschiede haben, mit denen wir jetzt umgehen müssen. Das werden Sie im Klinikalltag auch erleben. Was machen wir nun da? Eine Rede war ja auch von den Kindern, die, sage ich mal, aus sozial und ökonomisch schwächer gestellten Haushalten kommen. Was machen wir denn da? Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt. Das ist, glaube ich, eine Klammer, auch in der Diskussion Familienstruktur, Familiensituation, Familienklima und so weiter. Ich glaube, die Erklärung für viele dieser sozialen Faktoren ist die, dass Familien, die in schwierigen sozialen Verhältnissen liegen, kommt noch schlechte Bildung dazu, dass hier der Familienstress bis hin zur Trennung für alle möglichen Sachen deutlich größer ist und dass Eltern dann nicht so in der Lage sind, diese Grenzen vorzuleben. Es geht ja nicht darum, Grenzen zu setzen oder Gesetze. Davon halte ich persönlich übrigens auch überhaupt nichts. Ich habe auch Kinder bei Kindergeburtstagen erlebt, die sich auf die Süßigkeiten gestürzt haben, weil sie das zu Hause nicht durften und wegen Magenschmerzen ins Krankenhaus mussten am Ende des Kindergeburtstags. Das lernen Kinder nicht so von alleine. Ich glaube, dass Kinder lernen eben nur am Modell. Und das meinte ich eben so mit Impfen. Das ist das falsche Wort, weil das hört sich so nach Organmedizin an. Aber man kann auch so emotionale Impfungen machen. Also die Faktoren, die das, was man heute Resilienz nennt, Widerstandsfähigkeit, dass Kinder in sehr schwierigen Verhältnissen trotzdem klarkommen. Die wichtigsten Fakten fand ich im Vortrag Herr Schulte-Mark, wurde die, dass was in den Familien die Stimmung beeinflusst, dass das entscheidend ist. Und in Deutschland ist ja nun mal leider oder je nachdem, wie man sieht, die Rolle der Familie ganz entscheidend. Das ist was ein bisschen, glaube ich, unsere Vergangenheit. Das sehen wir bei der PISA-Studie und so weiter ganz deutlich. Und da kommen wir sehr schlecht rein. Das heißt, in Familien etwas zu verändern, ist ganz schwierig. Es sei denn, das ist schon so hochproblematisch, dass es ihre Patienten dann sind. Ich glaube, da müssen wir uns trauen, andere Formen ergänzend dazu zu setzen. Das ist für mich eine frühe Krippe auch mal, auch wenn viele psychoanalytisch orientierte Menschen das nicht so toll finden. Ich glaube, das ist eine frühe Betreuung von Problemfamilien bis hin zur Kita und dann auch die Schule. Ich glaube, da müssen wir die Augen nicht vor verschließen, dass wir da noch mehr machen müssen. Nur das ist genau, was Sie gesagt haben. Wenn wir da genau hingucken und sehen, dass diese 10, 15, 16% Bella-Studie, 16% so hoch belastet sind, wir könnten in der frühen Zeit durch sehr frühe Einzelinterventionen, glaube ich, viel machen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Wir können es nicht alles der Familie zulassen, denn diese Familien schaffen das nicht, Vorbilder zu sein.
Man darf sich nichts vormachen. Es gibt Familien, die erreichen wir nicht. Es gibt Familien, die erreichen wir nicht. Ja, es gibt Familien, die verlieren wir, auch trotz größter Anstrengung. Das ist auch ein gewisses gesellschaftliches Gesamtrisiko. Ich bin da jetzt nicht fatalistisch. Ich bin ein großer Anhänger von Fürsorge. Und ich glaube, dass wir Familienfürsorge im klassischen Sinne deutlich erhöhen müssten. Aber man muss es vielleicht dann anders machen. Nicht dadurch, dass ein Jugendamt eine Familie damit konfrontiert, dass sie schon wieder Defizite haben und irgendwas nicht hinkriegen, sondern dass wir vielleicht Schulprojekte auflegen. Wir versuchen gerade an einer Grundschule in Hamburg so ein Projekt, das heißt psychisch gesundes Lernen. Da versuchen wir zusammen mit der Schule etwas aufzulegen, was kann die Pädagogik leisten, was können wir leisten, damit die Kinder psychisch gesund lernen. Aber ich glaube, man muss auch sich darüber immer im Klaren sein, wir erreichen nicht alle. Ich würde gern noch mal, weil wir so wenig Zeit haben, noch mal auf einen anderen Aspekt kommen. Wir haben jetzt die ganze Zeit auf das Übergewicht geschaut, was ja nun, wie wir gehört haben, auch in den sozial schwächeren Familien besonders stark verbreitet ist. Wie sieht es denn mit dem gegenteiligen Phänomen aus? Auch wenn ich an den Medienkonsum denke, dann fallen mir ein Mädels, die Heidi Klum nacheifern. Dann fallen mir ein Kinder, die Talentshows sehen und die ihr Leben diesen Dingen widmen. Und um ehrlich zu sein, ja, der eine oder andere Junge will Fußballstar werden und hat bestimmte Ideale. Man rennt ins Fitnessstudio eigentlich schon mit 12. Das sind so Dinge, die nehme ich wahr. Und auch so Phänomene wie zu dünne Kinder. Wie Kinder, die massiv ihr Äußeres gestalten, schon in jungen Jahren, aus welchen Gründen auch immer. Ist das so eine Kehrseite der Medaille? Fernsehkonsum, führt das auch dazu? Betrifft das die gleichen Kinder, nur auf einer anderen Ebene? Na, die Kinder machen uns ja alles nach. Also wir haben inzwischen diese Gesundheitsbänder, ja, und in den USA gibt es Menschen, die diese Gesundheitsdaten auch direkt an die Krankenkasse so online weitergeben. Danach werden die Beiträge errechnet. Und dieser Optimierungswahn, den wir ja alle im Moment auch selber nachmachen, der erfasst natürlich auch unsere Kinder. Und Körperlichkeit im Sinne von schlank und fit ist einfach ein wahnsinniges Ideal. Das erhöht die Quote an Anorexien nicht, weil Anorexien doch auch größtenteils genetisch bedingt sind. Und sie das nicht, also Heidi Klum, das macht keine Magersucht. Das macht traurige Mädchen, weil sie nicht schlank genug sind. Das ist schon Skandal genug, finde ich. Und das erhöht den Druck. Der Druck wächst auch auf die Jungs inzwischen, die alle fit sein müssen und die alle ins Fitnesscenter gehen müssen. Das ist, finde ich, aber eher geschuldet dem Körperwahn, dem wir unterliegen. Und es ist auch eine Auswirkung dessen, dass wir denen, glaube ich, auch immer vormachen, schlank ist fit und schlank ist gesund. Ja, also was ja durchaus auch nicht von der Hand zu weisen ist. Und trotzdem ist es aber auch eine fatale Kehrtwendung, die da gerade passiert. Interessant. Jetzt frage ich mich, ist dann hier der Gesetzgeber gefragt? Also sollten bestimmte Sendungen nicht erlaubt werden? Sollten bestimmte Werbung, wir hatten gerade bei Ihnen gehört, dass Werbung als Risikofaktor nicht von der Hand zu weisen ist, sollte man überlegen, ob Werbung für Softdrinks oder sowas, dass das alles erst nach 21 Uhr kommt. Wäre das eine Maßnahme? Was halten Sie von solchen Vorgehen, dass dann hier reguliert wird, damit auch gerade Familien, die das nicht selber leisten können, geschützt werden? Herr Ahrens, wollen Sie was dazu sagen? Naja, als Epidemiologe haben wir ja ein Beispiel dafür. Man muss vielleicht aufpassen, dass man nicht leichtfertig alles, was wir beim Tabak hinter uns haben, auf Softdrinks überträgt. Aber beim Tabakkonsum war es so, dass alle Maßnahmen der Selbstregulation, die Appelle, die es gegeben hat, Tabakrauch in öffentlichen Räumen zu verringern, zu nichts geführt haben. Erst als es Verbote gab, als es Regulationen gab, hat das dazu geführt, dass der Tabakkonsum eingedämmt werden konnte. Und das ist nun mal, das kann man nicht bestreiten, einer der Hauptrisikofaktoren für körperliche Erkrankungen in der heutigen Zeit. Und seit es diese gesetzlichen Eindämmungsmaßnahmen gibt, europaweit, ist auch der Tabakkonsum zurückgegangen in der Bevölkerung. Und wir sehen jetzt seit einigen Jahren bei Männern,
ein Absinken der Lungenkrebshäufigkeit. Ungefähr mit 20 Jahren Nachlauf hinter dem Rückgang des Rauchens, der Rauchhäufigkeit bei Männern. Also in bestimmten Bereichen, wo man klare Evidenz hat, wo man klare Daten hat, glaube ich, dass solche Maßnahmen in Ordnung wären und dass zum Beispiel solche, dass man einfach die Kinder vor solcher Werbung schützen muss. Denn die Werbung ist sehr suggestiv und sehr gut gemacht. Das muss man einfach sehen. Und warum nicht? Ich hätte damit kein Problem. Ich würde aber auch gerne auf was anderes noch eingehen. Wir erleben ja, dass, oder wir sehen ja bei allen unseren Interventionsbemühungen, dass es häufig nicht an dem notwendigen Wissen mangelt, gesund zu leben oder für einen gesunden Lebensstil, sondern dass es häufig an der Umsetzung mangelt. Und ein Thema, was uns gerade sehr beschäftigt, ist der Mangel an körperlicher Aktivität, der übrigens auch rückwirkt auf die seelische Gesundheit, auf die kognitive Leistungsfähigkeit, nicht nur auf das Gewicht, auch auf die Physiologie, auch auf die metabolischen Störungen bis hin zum Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems und schwächeren Knochen, ganz praktisch. Also wir haben es gemessen. Wir sehen, die Kinder, die sich wenig bewegen, haben tatsächlich eine geringere Knochensteifigkeit. Körperliche Bewegung ist für mich ein großes Thema. Und wir sehen, dass wir in eine Gesellschaft der Inaktivität hineinrutschen. Und warum tun wir das? Nicht nur wegen der Medienexposition, die heute vermehrt vorhanden ist, sondern auch wegen der Möglichkeiten, die sich bieten für Kinder, sich körperlich auszutoben. Und hinzu kommt, dass wir bei unserem Appell an die Eltern, schickt eure Kinder raus, lasst sie draußen toben und spielen, dann als Antwort bekommen, nee, wir machen uns Sorgen, wir haben Sicherheitsbedenken. Da draußen gibt es Kriminalität, da draußen gibt es Autoverkehr. Besser, mein Kind ist zu Hause, weil da ist es sicher. Das finde ich eine ganz furchtbare Entwicklung, dass unsere Gesellschaft nicht in der Lage ist, Lebensräume zu schaffen, die es den Kindern ermöglichen, draußen rumzutoben, draußen körperlich aktiv zu sein und sich körperlich auszutoben und sich körperlich auch zu erfahren. Und da ist es vielleicht zu kurz gesprungen, nach dem Gesetzgeber zu rufen, sondern das sind natürlich politische Rahmenbedingungen und politische Prioritäten. Die Prioritäten sind bei den Parkplätzen und den Fahrbahnen für die Autos und nicht bei den Spielmöglichkeiten und Radwegen für die Kinder. Leider würden die Kinder das heute gar nicht nutzen, weil Kindheit komplett sich verhäuslicht. Und zwar nicht unbedingt, weil die Eltern sie nicht rauslassen, sondern weil es einfach auch so viele Arbeitsanforderungen gibt für Kinder und sie sich komplett nach innen orientieren. Ich bin bei der Bewegung, also bei dem Appell an die Bewegung, bin ich völlig bei Ihnen. Ja? Also natürlich, das ist das, was wir in der Klinik sofort machen, dass wir Fitnessgruppen machen, dass wir mit den Kindern laufen, dass wir sie versuchen, in Bewegung zu kriegen. Ich glaube nur, dass es heute nicht mehr in diesen normalen Spielräumen geht, weil das gar nicht genutzt wird, sondern wir müssen dafür andere Orte schaffen. Da muss ich widersprechen. Also ich muss da widersprechen. Wir haben, das ist eines der Forschungsthemen, die wir untersuchen, und wir haben mit diesen Akzelerometern uns mal die Kinder angeschaut und die Umwelt, in der die Kinder leben, bewertet, speziell der im Haus, da haben wir uns genauer angeguckt. Und diese Umwelt danach bewertet, ist sie bewegungsfreundlich für Kinder. Sehr komplexes Verfahren, brauche ich jetzt nicht erläutern, wir sehen einen Zusammenhang. Dort, wo die Lebensumwelt für die Kinder bewegungsfreundlicher ist, mehr Angebote macht, mehr Grünflächen ihnen anbietet und mehr sichere Flächen, wo sie eben von der Fahrbahn runter können, dort bewegen die sich spontan auch mehr, ohne dass wir was sagen. Die sind aktiver, diese Kinder. Da schließt sich auch wieder ein gewisser Kreis, denn lebt man im schönen Einfamilien- oder Reihenhäuschen in der Sackgasse in einem guten Vorort, lässt man seine Kinder dann eben vielleicht doch leichter springen, als wenn man im Plattenbau wohnt, der direkt an der Autobahn liegt. Aber da wäre ich wieder beim Modelllernen. Ach, das wird ausgeschaltet, wenn man nichts sagt. danke. wäre ich wieder beim Modelllernen. Wir kennen ja diese fantastischen Untersuchungen, wenn die Leute, übergewichtige Frauen, die durch Los in eine andere Wohngegend verpflanzt wurde, die sind nach 5 oder 10 Jahren ohne irgendwelche Maßnahmen schlanker geworden. Also die Umgebung spielt sicherlich eine große Rolle. Und da muss ich als Kinderarzt auch sagen, also wer den Bewegungsdrang von Kindern kennt in den ersten Lebensjahren, Stuhl raufspringen, runterspringen, bis es mal was kaputt geht oder so, das ist schon schwer, das zu bremsen. Da braucht man an sich kein Schulprogramm, um es zu fördern. Wir
müssen nur verhindern, dass wir es bremsen. Und das tun wir ganz gewaltig. Auf der anderen Seite, die anderen Reize sind so interessant. Also Fernsehen und die Dinge haben ihre Reize. Und da bin ich mal ganz fatalistisch. Also unser Gehirn ändert sich, wie das der Londoner Taxifahrer ganz genau. Das heißt, diese Gehirne unserer Kinder in der nächsten Generation werden andere sein. Damit müssen wir leben. Da können wir nicht sagen, wir früher noch Leichtathleten und Deutscher Turnerbund und so. Ich glaube, das ist ja Gefahren der Zukunft. Ein Faktor, den ich da vielleicht kurz reinbringe, ist, ich habe gelesen, dass sich das die Sehfähigkeit geändert hat. Also heutzutage sind die Studenten in Deutschland so zu 50% Brillenträger, weil sie kurzsichtig sind. Das war früher anders. In Südkorea, in Asien, Ländern, in denen Medienkonsum und dieses nahe Schauen noch viel verbreiteter ist und viel stärker im Alter ist, da sind das 90%. Und wenn man das vergleicht, in dieser Studie war das so, mit, ich glaube, 15.000 Untersuchten, gleich alte Personen, die einen niedrigen Schulabschluss hatten oder keine Ausbildung hatten, hatten dann nur zu einem Viertel diese Sehschwäche in der Kurzsichtigkeit. Ich frage mich jetzt, muss uns sowas sorgen? Oder ist das eben einfach eine Entwicklung, die mitnimmt? Also ich glaube, man muss das immer sich ganz genau anschauen. Es gibt ja auch in der Bella- und Kick-Studie gab es ja auch ein Motorikmodul. Ja, und man kann sagen, dass die Kinder des Jahres 2006 tatsächlich signifikant schlechter rückwärts springen können als die Kinder 1975, als die Vergleichswerte da waren. Ja, man könnte es auch sagen, die waren 1975 grobmotorisch tatsächlich viel besser drauf. Was natürlich, wird dann jetzt doch alles schlechter? Was Motorik, was sie nicht gemessen haben, ist die Feinmotorik. Ja, und ich sage immer, also brauchen wir Kinder, die rückwärts springen und auf die Bäume klettern können? Oder welche Anforderungen sind das heute? Ich kann das sehr bedauern. Ja, ich kann sozusagen noch Bullerby-romantisch sein als Fan von Astrid Lindgren. Aber ich muss schon auch anerkennen, auch die Häuser von Astrid Lindgren heute sind mit Internet versehen und die Kinder sind in den Häusern und nicht mehr außerhalb der Häuser. Das heißt, welche Anforderungen brauchen wir? Und die müssen ja mit diesen modernen Techniken zurechtkommen, die wir ihnen präsentieren. Übrigens, das ist ja unsere Verantwortung. Wenn dann eine Nebenwirkung ist, ich bin es ja als Mediziner auch gewohnt, in Hauptwirkung und Nebenwirkung zu denken. Wenn eine Nebenwirkung dann ist, dass die tatsächlich alle Brillen brauchen, was mir jetzt eine neue Information war, dann stocke ich auch so einen Moment und denke, das haben wir das so gewollt eigentlich, dass jetzt alle Brillen tragen müssen. Aber vielleicht müssen wir das annehmen als eine unvermeidliche Nebenwirkung. Kann sein. Interessant. Also ich schaue auf die Uhr und es tut mir so leid, ich würde noch so vieles fragen wollen, aber ich möchte jetzt auch unserem Publikum noch mal die Chance geben zu ein paar Rückfragen wenigstens. Gibt es jemand, der etwas fragen möchte? Dann wäre jetzt die Gelegenheit. Das ist ja noch gar nicht lange her. Vor kurzer Zeit war die Diskussion um die Bundessportspiele. Das ist ja auch so ein negatives Beispiel, dass die Beweglichkeit, dass die Leute den Erfolg wollen, wenn ich nicht gewinne, gehe ich gar nicht erst zum Sport. Zweites Stichwort: Wenn wir in den Schulen jetzt schon keinen Sportunterricht mehr machen können, und das wird sich ja absehbar nicht ändern, wie will die Gesellschaft das dann auch noch auffangen? Ja, da haben wir auch eine Zweiklassengesellschaft. Gehen Sie mal in bestimmte Gegenden, das wird in Hamburg nicht anders sein als in Bremen. Da finden Sie erstens keine Menschen oder Kinder, die richtig massiv übergewichtig sind. Und Sie finden sportbegeisterte Leute en masse. Also um die Alster zu laufen, glaube ich, da finden Sie eine ganz, ganz andere Szene als in bestimmten Vororten, wo, glaube ich, als Ersatz der Fernseher einfach die Bewegung der anderen sichtbar zu sein ist. Und ich glaube, unsere Spiegelneurone kennen ja inzwischen alle, die fiebern auch mit, wenn jemand da bei Olympia ganz tolle Leistungen bringt oder einen Marathon läuft oder sowas. Nicht schlank, das ist leider so, ja. Vielleicht ein Befund, den wir gesehen haben. Wir haben uns die Frage gestellt, wo sind die Kinder eigentlich aktiv? Und es ist, ich habe mich selber gewundert darüber, es ist tatsächlich immer noch die Schule. Also der größte Teil, wenn man über die ganze Woche schaut, an körperlicher Aktivität, also wir unterscheiden ja dann zwischen sitzender Tätigkeit, leichter körperlicher Aktivität, moderater und dann intensiver körperlicher Aktivität. Dann verbringen die tatsächlich den größten Teil ihrer moderaten und intensiven körperlichen Aktivität. Und das ist das, was wir sehen wollen. Die Kinder sollen sich täglich eine Stunde lang mindestens moderat bewegen. Dann verbringen die den größten Teil tatsächlich noch in der Schule. Und der zweite wichtige Beitrag kommt über Sportaktivitäten tatsächlich. Und da haben wir das Phänomen, was Sie gerade beschrieben haben, dass Kinder, die im Sportverein vielleicht noch gerne aktiv sind, bis an die Pubertät heran, ab diesem Alter dann den Sportverein verlassen
Und wahrscheinlich deshalb, weil in den Sportvereinen dann zunehmend der Sport seinen spielerischen Charakter verliert und eher in den Wettkampf reinrutscht und Kinder dann mit dieser Ernsthaftigkeit das gar nicht mehr betreiben wollen, sondern eigentlich mehr aus Spaß das betreiben wollen und der Spaß vergeht ihnen dann. Also da sind sicherlich Ansatzpunkte, was zu verbessern, aber man sollte nicht vergessen, dass viel körperliche Aktivität eben auch zwischendurch draußen im Freien in der Freizeit passiert. Und da sind die Möglichkeiten eben gerade für Kinder und Jugendliche doch sehr beschränkt. Wir werden immer urbaner, wir verstädtern immer mehr und das schränkt die Bewegungsmöglichkeiten für die Kinder immer mehr ein. Weitere Rückfragen von Ihnen aus dem Publikum? Dankeschön. Sie haben vorhin diesen Zusammenhang gezeigt zwischen Dauerfernsehkonsum und Bildungsschicht, und ungesunder Ernährung, die dazu hängt, und haben gesagt, Sie haben die Bildung sozusagen schon rausgerechnet. Ich denke aber doch, dass wir hier ein Bias haben und dass wir an dem, was Sie gezeigt haben, deutlich sehen, dass die fehlende Erziehungskompetenz durch alle Schichten geht. Und das ist doch auch das, was die Lehrer uns berichten, dass in unseren edlen Stadtteilen wie Kirchrode die Situation in der Schule und das Benehmen der Kinder nicht viel schlechter ist als in den sozial schwachen Stadtteilen. Das heißt also, dass eigentlich, und das ist ja auch das, was sonst noch mal gesagt wurde, dass wir diesen engen Zusammenhang sehen zwischen dem, was die Eltern vorleben und was die Eltern vorgeben an Erziehung und dem, wie sich es hinterher auf die Gesundheit der Kinder auswirkt. Wollen Sie darauf Stellung nehmen? Ehrlich gesagt weiß ich jetzt nicht genau, was ich darauf antworten soll. Also Sie sagen, wir haben trotzdem noch einen Bias. Das habe ich nicht verstanden, warum Sie meinen, dass wir da trotzdem noch einen Bias haben. Eine Erziehungskompetenz ist, es ist sozusagen, wird doch deutlich, dass wir hier was anderes messen, nicht die Zahl der Fernsehstunden, sondern die Eltern, die, wenn das Kind nörgelt, das Fernsehen gucken lassen, sind auch die, die die Cola kaufen, wenn es im Laden steht und nörgelt. Ja, ich habe das sehr verkürzt jetzt beschrieben, wir haben natürlich auch für die anderen Faktoren mitadjustiert, also zum Beispiel auch für den Softdrinkkonsum. Um solche Effekte rauszurechnen. Das gelingt tatsächlich vielleicht nicht immer so, aber es ist schon so, dass wir eben generell diese Erziehung, diese Schichtabhängigkeit sehen, nicht nur bei den gesundheitlichen Endpunkten, sondern auch im Verhalten. Wir sehen das beim Bildungsstatus. Wir sehen tatsächlich eine größere Kritikfähigkeit gegenüber Werbebotschaften in den besseren Bildungsschichten als in den niedrigeren Bildungsschichten. Trotzdem sehen wir in all diesen Schichten eben, wie gesagt, diesen negativen Zusammenhang zwischen Fernsehkonsum und Gewichtsstatus. Also das lässt sich nicht wegdefinieren durch die soziale Schicht alleine. Das erklärt es nicht. Herr Schulte-Markwort, Ich würde gerne auch eine Lanze für die Eltern brechen. Ich glaube, das, was ich über die Kinder gesagt habe, gilt für mich nach meiner klinischen Erfahrung auch für die Eltern. Es gibt eine kleine Gruppe, habe ich gesagt, die erreichen wir nicht und die sind schwierig. Die Mehrheit aller Eltern ist in meiner Wahrnehmung unglaublich besorgt, angemessen besorgt. Die kommen schnell, die nehmen mich heute in Anspruch, so wie ich früher immer neidisch auf die Kinderärzte geguckt habe, die 10-mal am Tag sagen konnten, ist nicht so schlimm, machen sich keine Sorgen. Das kommt heute auch bei mir vor. Und ich finde das eine ganz fantastische Entwicklung. Ich bin sehr viel in Schulen unterwegs, weil ich für meine Kinder kämpfe, mit Lehrern, mit teilleistungsgestörten Kindern zum Beispiel, weil das eines meiner Spezialthemen ist. Und ich habe den Eindruck, es gibt keinen guten Eltern-Lehrer-Dialog, das stimmt, aber ich habe nicht den Eindruck, dass Lehrer mir heute berichten, dass sozusagen der Verfall der Sitten immer weiter fortschreitet. Den Eindruck habe ich überhaupt nicht. Herr Böhmann? Die praktische Beobachtung, das kann ich jetzt nicht statistisch absichern, ist aber so, und das habe ich aus Ihren Daten auch rausgenommen, dass die, ich nenne das jetzt mal als Nicht-Therapeut-Ich-Schwäche von vielen Eltern, deren Kompetenz wird ja untergraben oder unsere Elternkompetenz wird ja untergraben durch vielfältige gesellschaftliche Institutionen, Werbefernsehen angefangen bis hin zu vielen anderen Erziehungsratgebern. Eltern sind ja heute viel, viel unsicherer, wenn ich diese Meter an Erziehungsliteratur sehe in den Buchläden, allein das symbolisiert das ja schon, gibt es ja fast so viele Erziehungsratgeber wie Diätratgeber. Also die
Ich-Schwäche von vielen Eltern, die ist natürlich in einem bildungsfernen Haushalt, in einem Haushalt, wo beide Eltern in der dritten Generation harzen, also das gab es ja früher noch nicht, aber die haben natürlich nicht das Standing, wie jemand, der einen akademischen Abschluss hat, seinen Eltern, seinen Kindern klarzumachen, so, nun ist aber Schluss mit Fernsehen, nun ist Schluss mit Süßigkeiten. Ich glaube, das spielt eine große Rolle. Ich glaube, die Elternkompetenz spielt eine entscheidende Rolle. Man darf nicht vergessen, da bin ich auch Ihrer Meinung, Essen hat ganz viel mit Liebe zu tun. Und viele Eltern glauben, und gerade wenn es Spannungssituationen sind, dass über Essen und Süßigkeiten oder Softdrinks auch Liebe vermittelt wird. Ich glaube, das darf man nicht vergessen. Das ist einer der elementaren Bedürfnisse von Kindern und von Zuwendung. Deswegen geht das, glaube ich, manchmal so durcheinander. Mhm. Vielen Dank. Mit Blick auf die Uhr muss ich leider an dieser Stelle zum Ende kommen. Ich selber muss zum Zug, weil ich morgen früh einen Termin in der Heimat habe. Ich bedanke mich bei Ihnen allen. Lassen Sie uns vielleicht einen Schlusssatz an unser Publikum richten. Ich fange an, nach dem, was ich hier so gehört habe und mitnehme und selber als Mutter, die beim ersten Kind, was ich geboren habe, froh war über den Geburtsvorbereitungskurs und beim zweiten Kind dachte, naja gut, ich hätte eigentlich lieber einen Elternerziehungskurs. Mittlerweile denke ich, ich weiß eigentlich viel, vielleicht sogar zu viel sicher mehr, als meine Eltern damals wussten, aber mir mangelt es vielleicht am Selbstvertrauen. Deswegen wäre mein Satz, wenn wir ihn vervollständigen, unsere Kinder brauchen selbstbewusste Eltern. Unsere Kinder brauchen. Würden Sie alle einmal für unsere Schlussrunde diesen Satz vervollständigen? Ja, ich nehme ein Thema, was ich schon gesagt hatte. Die brauchen die Freiheit, sich zu bewegen, sich bewegen zu können. Kinder brauchen sichere Beziehungen. Kinder brauchen Vorbilder. Vielen Dank Ihnen allen und Ihnen.